Oh, jetzt auch mit Ton. Nochmal von vorne. Willkommen zu einer neuen Runde Engel. Heute funktioniert alles einwandfrei auf diesem Kanal. Wir spielen Chroniken der Engel mit dem Arcana-Kartensystem und heute mit dabei Diamera als Liberiel, eine Ramielitin. Guten Abend. Der D-Rex als Daniel, der Todesengel und Gabrielit. Hallo. Veda als Cetariel, eine Michaelitin. Hallo. Der Hotney als Inariel, ein Urielit. Hallo. Und last but not least, Loki's Weib als Lyriel, die Raphaelitin. Abend. So, also für alle, die zum ersten Mal einschalten, so mittendrin in Folge 9 unserer Runde und nicht wissen, was sie unter Engel verstehen können und zu erwarten haben, wir spielen in einem postapokalyptischen Europa im Jahre 2000. Also, Moment, stopp, ich muss mal die Karte einbinden, da steht das Datum noch drauf. 2654. Jetzt von da ist zumindest die Karte. Und es haben mehrere Katastrophen die Welt heimsucht und die größte Katastrophe war, dass die Menschheit komplett ausgelöscht wurde, bis auf alle Menschen, die unter 14 Jahre alt waren. Und das ist mehrmals in mehreren Schüben passiert. Das heißt, vom Wissen und von der Kultur und von allem Möglichen, was unsere jetzige Welt betrifft, ist nicht mehr viel übrig geblieben. Denn ihr könnt euch vorstellen, was mit Gesellschaften passiert, die komplett jeglichen Erwachsenen verlieren. Und das mehrmals hintereinander in Schüben. Gleichzeitig sind Naturkatastrophen eingetreten und es gibt die sogenannten Fegefeuer, riesige Feuersäulen, die über die Erde schießen und verbranntes Land hinterlassen, aus denen Dämonen hervorkriechen und die Menschheit angreifen. Dieses Land kann niemand überqueren und niemand überfliegen und auch nicht untertauchen. Jeder, der jemals da reingelaufen, drüber geflogen oder reingetaucht ist, ist niemals wieder zurückgekehrt. Und so sieht man auf der Karte auch, der Weg nach Afrika ist abgeschnitten, der Weg nach Osten, ins Russland ist abgeschnitten, der Weg in den Norden ist einerseits durch das Fegefeuer bestimmt und auch durch das ewige Eis und nach links, also nach Westen hin, der riesige Ozean Richtung USA. Ob überhaupt in Europa noch jemand weiß, dass es die USA überhaupt gibt, wage ich zu bezweifeln. Beziehungsweise USA und Amerika und Südamerika. Von da weiß niemand etwas von. So, die Gesellschaft ist also in eine Art mittelalterliche Gesellschaft zurückverwandelt worden. Technik wurde verboten, weil die Menschen fest davon ausgehen, dass Technik dazu geführt hat, dass die Krankheit und die Katastrophen alle ausgelöst wurden. Und um gegen die Dämonen zu kämpfen, die aus dem Brandland hervorkriechen, ja, hat sich eine Organisation aufgeschwungen, die ja, die Menschen geeint hat in Europa. Das ist die Kirche, die angelitische Kirche, die nichts mit unseren heutigen Kirchen zu tun hat, sondern eine völlig neue Organisation mit kirchlicher Struktur ist. Und der große Vorteil dieser Kirche ist, sie können auf mehrere Wunder zurückgreifen. Einerseits haben sie mit Petrus Secundus einen Papst als Oberhaupt, einen 14-jährigen Jungen, der seit über Hunderten von Jahren nicht gealtert ist und daher ja, ein Wunder darstellt. Und zum Zweiten haben sie als Streiter und Kämpfer die Engel, denn die sind vom Himmel herabgestiegen und die Kirche befehligt die Engelsscharen. Das sind wahrliche, mit Engelsschwingen behaftete Wesenheiten göttlicher Herkunft. Und diese spielen unsere meine Spielerinnen und Spieler. Also zumindest ein paar von denen. Es gibt verschiedene Engelsorden, die für verschiedene Sachen zuständig sind. Die Raphaeliten von Loki spielt da eine von, sind zum Beispiel die Heiler. Und Ymera spielt eine Engelsdame vom Orden der Rameliten, die für Wissen und Wissen allgemein zuständig sind. Der Hotne, der gerade aus dem Bild läuft, ist ein Urielit, die sind für Kundschaften und Natur zuständig.
Und der D-Rex spielt einen Todesengel, einen Gabrieliten. Das sind die Kämpfer und Streiter, die mit Flammenschwert durch die Lüfte ziehen. Und Feder, last but not least, ist als Michaelitin Cetariel dafür zuständig, die Engelsscharen, die immer aus diesen verschiedenen Orden bestehen, anzuführen und alles zusammenzuhalten. Genau. So, es gibt auch verschiedene Himmel. Das sind quasi die Stützpunkte der Engelslorden. Und unsere Gruppe befindet sich gerade in einem dieser Himmel, nämlich in Nürnberg. Und Nürnberg ist die größte Stadt der Welt, zumindest der bekannten Welt, zu dieser Zeit. Ein Moloch von Stadt, wie ich es beim letzten Mal auch schon beschrieben hatte. Häuser auf Haus gebaut, dicht an dicht, immer nach oben, soweit man es irgendwie vermochte. Alles irgendwie windschief, tiefe Straßenzüge, mit allerlei Unrat übersät, dichtes Gedränge. Die eigentliche Stadt durch eine riesige Mauer umgeben, die eine Vorstadt sogar noch ausgrenzt. Alle versuchen, in die Stadtmauern hineinzukommen. Nur wenige schaffen es. Und natürlich beherrscht es, wird die Stadt durch diesen übermächtigen, riesigen Bau von Himmel, in dem die Engel und die Kirche haust. Und da befinden sich unsere Engel gerade und haben ein Buch zurückgegeben und Bericht erstattet. Zumindest hat Liberiel das beim letzten Mal gemacht. Und haben davon das berichtet, dass eine Buch Engel... Buch haben wir nicht zurückgegeben. Jetzt noch nicht. Ein Schwert. Genau, das Schwert des gefallenen Gabrieliten hattet ihr auch zurückgegeben, genau. Und ich raus. Genau, die Schar, die von denen das ganze Zeug stammt, die kamen ursprünglich aus Nürnberg, waren auf dem Weg nach Roma Aeterna, da wo ihr gerade hinkommt. Ihr habt euch quasi in der Mitte getroffen, in den Alpen, oben auf dem Berg. Und diese Schar wurde ausgelöscht durch ein mächtiges Traumsaatwesen, durch einen Dämon, der sie quasi komplett verbrannt hat. So. Ungefähr der Status quo der jetzigen Runde. Ihr seid als Gast in diesem Nürnberger Himmel und beim letzten Mal hat Liberiel mit Daniel zusammen die Katakomben durchstriffen und ihr habt eigenartige Dinge dort gesehen. Für Daniel weniger eigenartig als für Liberiel. Liberiel musste sogar ihre Emotionen ausschalten, was eines ihrer Engelskräfte ist, um diese düsteren Katakomben mental heil zu überstehen. Und dann war da noch diese merkwürdige Wesenheit, die den Bericht entgegengenommen hat. Ein Mann mit Robe des Ramils-Ordens eingesperrt, in Anführungsstrichen, im Keller des Himmels und mit Seilen und Ketten an die Wand gebunden. Und sehr, nicht sehr redselig, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, Daniel dürfte den nicht sehen, aber Liberiel hat den gesehen und ihr wart auf dem Weg schon wieder zurück gewesen. Zu den anderen. Inariel wollte den Himmel sowieso mal durchstreifen, hat aber das von Cetariel verboten bekommen. Cetariel ist ein bisschen überfordert, gerade mit ihrer Schar, weil die alle so ein bisschen aufmüpfig gerade sind. Besonders Lyriel, die es gewagt hat, ihr zwischendurch zu widersprechen und eine ihrer Entscheidungen in Frage zu stellen. Und so sind jetzt Lyriel, Cetariel und Inariel noch alleine in den Gästekatakomben im Himmel. Warten noch auf Liberiel und Daniel, bis sie ankommen. Und haben noch was zu tun, noch mit sich zu unterhalten. Ja, ich tiger in diesem Raum auf und ab und auf und ab. Ob das noch lange dauert? Da ich sie wieder spüren kann, glaube ich nicht. Warum fragst du sie nicht? Oh. Da fällt mir halt, spüre ich das dann auch, dass auch sie wieder da sind. Die Verbindung war ja
nur zwischen den beiden unterbrochen, die anderen waren ja noch da. Durch die gedankliche Verbindung, die Citariel zwischen euch immer herstellen kann, spürst du Daniel und Liberiel inzwischen wieder, wenn Citariel das zulässt. Und ja, das war in der Tat zwischendurch abgebrochen. Ja, aber ist jetzt wieder vorhanden. Daniel? Ja? Seid ihr schon wieder dabei hochzufliegen? Zu gehen? Wir sind auf dem Weg zurück. Wie lange das dauert, hängt jetzt aber davon ab, ob Liberiel den Schacht hochfliegen möchte oder lieber die Treppe nehmen will. Ich seufze. Wie war's? Ich glaube, für Liberiel sehr beeindruckend. Oh, magst du erzählen? Nein. Ja, da wir auch Emotionen teilen, merkst du so ein richtig so die freudig erregt und dann, Das ist, als wenn sie gegen ein zugeschlagenes Buch, wo einfach nur eine glatte Lederfläche vorne dran prangt, ohne Aufschrift, ohne irgendwas, da prallst du förmlich mit deinen Gedanken gegen. Das ist nichts. Na gut. Citariel? Ja. Daniel hatte mir angeboten, dass ich noch den Bogen wieder zurückgebe oder hier abgebe. Ich sehe keinen Grund, warum du das nicht tun solltest. Gut. Dann warte ich noch auf Daniel. Ja, ich habe wahrscheinlich noch den Arm so um Lyria gelegt. Wir waren ja dabei, uns zu vertragen beim letzten Mal. Ja. Ansonsten warte ich halt ab. Gibt nicht besonders viel zu tun. Wir sind hier, um uns auszuruhen und dann irgendwann weiterzufliegen. Aber ja, im Moment ist nicht viel zu tun, außer zu warten. Ja, ich denke, wenn ihr keine großen Ausschweifungen macht auf dem Weg zurück, kommt ihr dann irgendwie dann auch zurück zu den anderen. Fahrt wieder mit dem Aufzug oder geht ihr diesmal mit dem Treppenhaus? Weil diesmal seid ihr nicht so unter Zeitdruck. Das, was am schnellsten geht, also den Fahrstuhl nehmen. Jetzt gerade ist es egal, da bin ich pragmatisch. Also ihr nehmt diese merkwürdige Konstruktion, diese Plattform, die sich hoch und runter im Herzen des Himmels irgendwie auf und ab bewegt. Und ja, mit festen und ratternden, rasselnden Ketten irgendwie diese Plattform irgendwie bewegt. Seid ja fast ganz oben untergekommen. Das heißt, auch der Fahrstuhl wird etwas länger dauern, allerdings wesentlich schneller sein, als wenn ihr zu Fuß lauft. Ja, unterwegs kommen einige Monarchen und Beginen mit und teilen irgendwie die Plattform mit euch, grüßen euch freundlich, sofern man einen gabrielitischen Gruß als freundlich interpretieren kann. Geht alles eher so militärisch, stoisch vonstatten. Der Gruß, dann, den Daniel dann wahrscheinlich auch schon als herzlich erkennen kann. Aber für Liberiel ist es, glaube ich, auch gerade durch die ausgeschaltete Emotion wahrscheinlich eh egal. Ja, und ihr kommt dann zurück zu den Gästequartieren. Ja, wenn sie da sind und ich auch nicht nur sie so spüren kann, obwohl gerade bei Liberiel war ja nicht von Spüren die Rede. Weil ich sie mir mal anschauen. So versuchen dann im Gesicht irgendwas zu lesen. Und? Wie ist es da unten? Irgendwann war eure Verbindung weg. Ich habe euch nicht mehr gesehen und gespürt und gehört. Dabei wolltet ihr doch sagen, was passiert. Der Herr hilft dem Orden des Gabriel, seine Geheimnisse zu hüten. Ach so. Entschuldigt mich, ich habe Berichte zu schreiben. Darf ich
Kannst du mir zeigen, was für Berichte? Nein. Gut. Lass ihr ein wenig Zeit. Ja. Daniel, hast du Zeit? Ja, natürlich. Sehr gut. Ich pack den Bogen. Wohin damit? Haben wir auch sowas wie einen Bogner da oder einfach allgemeine Waffenkammern, Waffenschmied? Ihr habt eine allgemeine Waffenkammer, zumindest das, was du weißt. Zur Waffenkammer. Komm mit. Sehr gut. Ich werde ja hier nicht gebraucht. Guck so ganz kurz zurück. Hoffe auch, dass ich nichts höre und laufe dann mit Daniel raus. Ich verdrehe leicht die Augen. Mehr aber nicht. Hier bist du aufgewachsen? Ja. Was ist das da? Wenn es irgendwas Besonderes ist, hast du dir einen sehr kurzen, präzisen Exkurs dazu gerade verdient. Ah, sehr gut, das freut mich. Also er würde halt auch, wie auch schon beim letzten Mal, in den Kellergängen ein bisschen ausschweifender über diese Dinge erzählen, als du es auch bisher von ihm gewohnt warst, aber halt auch immer noch diese präzise Art da drin haben. Ja, sehr gut. Ich höre dir auf jeden Fall aufmerksam dabei zu. Stell auch die richtigen Fragen. Mhm. Also es ist nicht so dieses, was man vielleicht von Inariel denken könnte, dass er so leicht abzulenken wäre oder so. Ne, das wirklich Wissbegier dahinter. Ich will das wissen, was hier ist, wozu es da ist. Warum kann das nicht hübsch sein? Funktioniert. Ja, ich glaube, ich sehe das so ein bisschen wie Lyriel. Das so ein bisschen Natur hilft. Wenn man rausguckt, ist da ja nichts. Ich fand das schön, als wir den Urwald überflogen haben, direkt hinter den Alpes-Nigel. Ja, der war beeindruckend. Ja. Und ich meine, wenn wir so an so einem Fenster vorbeigehen und nach draußen gucken auf diese Stadt, auf dieses Geschwür von Gebäuden, würde ich sagen, das ist auch beeindruckend. Auf eine andere Art und Weise. Wann hast du das erste Mal einen Wald gesehen? Wahrscheinlich denselben Wald, über den wir gerade geflogen sind, nur auf dem Weg nach Rom, ne? Ja. Als wir nach der Abschlussprüfung nach Roma Aeterna geflogen sind. Derselbe Wald, über den wir gekommen sind. Aber da haben wir nicht gerastet. Also so richtig gesehen habe ich ihn heute das erste Mal. Wie war das für dich? Wusstest du, dass es was anderes gibt, außer diese Gebäude? Nein. Und was findest du schöner? Schwer zu sagen. Ich kenne die Welt da draußen nicht wirklich. Nein, jetzt hast du beides gesehen. Wir haben auch im Gebirge geschlafen und in der Höhle und waren im Wald. Ja, aber hier habe ich Jahre verbracht. Also findest du das hier schöner? Bekannter, vertrauter? Ja, so kann man es, glaube ich, nennen. Warst du da unten in der Stadt bei den Menschen? Oder durftet ihr das nicht? Wir sind, glaube ich, nie rausgegangen, oder? Also so richtig zu den Menschen runter in die Straßen ist für den Engel auch relativ unangenehm, weil die Straßen alle so eng aneinander sind. Also es gibt da ein paar Hauptstraßen. Ich habe euch ja letztes Mal schon gesagt, es gibt ja diesen Stern, der in alle Richtungen losgeht vom Himmel aus, der so ein bisschen diese Stadt durchzieht. Das sind so die Hauptverkehrsadern. Das heißt, da können auch Fuhrwerke und so lang. Aber die restlichen Straßen sind halt sehr, sehr eng und sehr, ja, verschlungen und verworren. Und ein Engel, der sich dort unten bewegt,
wird dann auch Schwierigkeiten haben, abheben zu können, weil er eben seine Flügel nicht ausbreiten kann. Und von daher ist es, ja, es ist nicht verboten, in die Stadt zu gehen, aber es ist halt unangenehm, weil du nicht den Platz hast, den man dir, den man braucht. Und zusätzlich sind die, die Leute sehr ängstlich, wenn sie Engel sehen. Und ja. Also wir dürfen in die Stadt, aber da kannst du dich kaum bewegen und die Leute reagieren auch sehr zurückhaltend, wenn sie. Ja, uns, ich weiß. Den meisten Kontakt hatten wir mit den Tempelgöttern. Ja. Das glaube ich. Sie sind beeindruckende Kämpfer. Wenn man sich wehrt, gehen die kaputt. Ja, bestimmt. Aber ich hätte gesehen, wie Templer ein Dorf voller Ketzer ausgelöscht hat. Das war beeindruckend. Ich weiß nicht, ob ich das so hinbekommen hätte. Aber das war noch am Anfang, das war noch in meiner Ausbildung. Wir haben das Kämpfen war die zweite Prüfung, glaube ich. Als Teil unserer Prüfung mussten wir gegen ihre Offiziere kämpfen. Die waren nicht sehr wehrhaft. Oh. Ja. Ihr seid die Krieger Gottes. Der eine hat einen Gabrieliten gebraucht, dem habe ich aus Versehen den Arm gebrochen. Aus Versehen? Wolltest du das nicht? Die Aufgabe war, ihn zu besiegen. Also wolltest du es? Habt ihr dann auch gelernt, hast du dann auch gleich gelernt, wie du den Arm wieder versorgst? Das ist auch wichtig. Dafür gibt es Raphaeliten. Ich habe das auch gelernt. Einer der Lehrer hat davon erzählt, wie man Wunden verbindet. Verbände wickelt. Es gab auch solche Sachen, also es gab ein paar Hinweise darauf, wie man grob Wunden heilt, reinigt und verbindet, aber in der Tat ist es jemand, der verwundet ist, kann nicht mehr kämpfen. Also mehr so Erste-Hilfe-Kurs als alles andere, ja? Also meist ist es um sich selber halt, man alleine auf sich selbst gestellt ist, irgendwie solch sowas halt, sich selbst wieder kampftauglich zu kriegen. Also ich kann mir einen Verband anlegen, um mich durchzuschlagen, aber wer verletzt zu Boden geht, ist kampfunfähig. Ja. Ist es noch weit bis zu der Waffenkammer? Es ist gerade so dieses Gefühl, gerade wenn wir die Gefühle noch teilen, halt merkst du wahrscheinlich, wenn du das gesagt hast, von wegen, ja, wer halt zu Boden geht, der ist kampfunfähig. Dieses Bild von der anderen Schar mit dem Feuer und gerade den Ramieliten, den wir zurückgelassen haben. Das ist aber nett gesagt, zurückgelassen. Ja. Die Ausbildung hier ist hart. Das glaube ich. Aber scheint dir gefallen zu haben. Es ist das, was ich kennengelernt habe. Es ist meine Heimat. Ich gucke wieder aus dem Fenster. Das wird spannend wie heißt das Land? Raguels Land. Da ist das alles ganz neu. Da gibt es nicht so eine Stadt. Da machen wir das alles. Das gab's, so eine Stadt. Richtig. Dann sollten wir darauf achten, wie wir es aufbauen.
Ja, ach, zusammen kriegen wir das hin. Damit das etwas wird, was ihr auch schön findet? Ja. Ich denke, Lyria kann das. Wird das gut gestalten. Gibt's auch einen Garten. Daniel nickt ganz kurz. Also mit so, solchen Konzepten kann er zumindest für den Moment noch nicht so viel anfangen. Da hat er noch nicht so den Nutzen hinter verstanden. Dann biegt er um die nächste Ecke und dann gibt es da einen von Daniel zumindest bekannten Ort, um Waffen reinigen und reinigen zu lassen oder reparieren zu lassen oder sich andere zu besorgen, wenn man damit üben will oder so. Ja, hier um die Ecke kann man seine Waffen in Schuss bringen lassen. Er guckt dann nochmal so auf den Bogen. Für einen Urieliten wird es wahrscheinlich nicht mehr reichen, aber für einen guten Bogenschützen immer noch mehr als gut. Ja. Hier ist er, glaube ich, gut aufgehoben. Ich meine, es ist besser, als wenn wir ihn jetzt mit uns herumtragen. Das bringt nichts. Ich schau mal, ob da irgendwo ein Mensch ist, der sich offensichtlich hier, den man ansprechen könnte. Ja, also ihr merkt doch, dass es wärmer geworden ist, als der Land gelaufen ist. Und man hört auch halt das Schlagen von Hammer auf Amboss. Es scheint so eine Art Schmiede zu sein, der euch da nähert. Man hört auch das Zischen und das Pumpen von einem Blasebalg. Und jetzt, wenn ihr um die Ecke biegt, kommt euch auch so eine rauchige Wolke entgegen. So eine Wasserdampfwolke. Und ihr seht dann in ein rußgeschwärztes Gesicht von einem in einen dunklen Leinen gekleideten Mann, der gerade irgendwie etwas in so einem Wasserbottich gehalten hat. Da sieht das dann raus, sieht dann irgendwie aus wie der Schaft von einem Speer mit einer sehr ausgefeilten Spitze. Und betrachtet das jetzt so gegen das Licht von einigen Kerzen, die man in so Lampengestelle reingestellt hat, damit sie halt vom Wasser, das hochspritzt oder so, nicht ausgemacht werden. Richtiges Tageslicht hat man ja hier in der Ecke allerdings gar nicht. Also von daher fragt sich Inariel vielleicht, warum man hier nicht ein Fenster macht, dass das gegen die Sonnenlicht halten kann oder so. Ja, tatsächlich. ich stelle mich einfach mal daneben und begutachte auch die Speerspitze. Vorne gibt es halt noch so eine kleine Einbuchtung mit einem Tisch, wo gerade eine Frau sitzt, die fast in den gleiche Klamotte gekleidet ist, also auch so ein etwas abgehalftetes schwarzes Leinen. Und auffällig ist bei beiden, dass sie so eine Lederkette umhaben, mit ganz vielen ganz vielen runden Münzen, die in der Mitte halt gelocht sind, dass sie an dieser Kette zu tragen sind. Und auch die Frau hat irgendwie Spuren von Ruß halt und deutliche Schweißflecken irgendwie auch unter den Armen und hinten auf dem Rücken. Sie scheint gerade mit einem noch reinlich aussehenden Tuch, also einem weißlichen Tuch, das Weiß springt dir geradezu entgegen, weil alles hier so ein bisschen verrußt, dunkel und matt ist, aber das ist irgendwie so, falls noch knallweiß, fängt an, gerade irgendwelche kleinen filigranen Dinge irgendwie zu putzen, die irgendwie auf dem Tisch liegen. Dann gucke ich erstmal zu dem Schmied mit der Speerspitze und dann zu ihr. Wenn sie da am Tisch ist, sollte man sie ansprechen. Das da hinten sieht heiß und scharf aus. Ich gehe mal zu ihr und schaue erstmal auf den Tisch, was sie da so tut. Ja, was sie da, wie gesagt, sie putzt gerade und jetzt, wo Nariel näher kommt, sieht er auch, was es ist. Es sind wahrscheinlich Pfeilspitzen. Oder Bolzenspitzen. Ich beug mich da so direkt drüber, nehme einfach mal einen in die Hand und schau die an. Ja, die Frau guckt hoch, sieht dich dann, jetzt siehst du auch, dass sie so eine Art so ein Monokel halt inzwischen das eine Auge geklemmt hat, das dann so raus. Es hat keine Kette oder so,
Das ist einfach nur so eine kleine Glasscheibe, die noch nicht mal richtig gerahmt ist, sondern einfach nur ein bisschen Glas, was man halt in der Größe hat, weil man es irgendwie zwischen die Augen klemmen kann. Und legt das dann ab. Und oh, Besuch! Ja. Gut, ich lege sie wieder hin. Mein Name ist Inariel. Ich habe ein Anliegen. Das ist Daniel. Er hat mir gesagt, dass die Waffenkammer auf jeden Fall ein Ort wäre, die man sich ja mal anschauen sollte. Und ich nehme den Bogen und lege ihn auf den Tisch. Ich hatte gedacht, dass dieser Bogen vielleicht hier Verwendung finden könnte. Eine Schar, die gefallen ist. Er gehörte dem Urieliten Xandriel. Vielleicht habt ihr einen Ort, wo ihr diesen Bogen aufbewahren könnt, oder vielleicht kann ein Kämpfer ihn benutzen. Den Bogen? Lasst mal sehen. Und rüber? Ja. Ihre Seite. Was meinst du dazu, Aralis? Der Mann hochguckt dann auch hoch und legt diese Speerschaft beiseite und tritt auch rüber, betrachtet sich mit dem Bogen. Keine schlechte Arbeit, aber ich hätte sie auch nicht anders erwartet, wenn sie wirklich von einem Uriels Engel girmt. Ja, aber das Feuer hat ihm stark geschadet. Starkes Holz, trotzdem. Vielleicht müsste man es noch einmal verstärken, Metall oder so. Wirklich. Wahrscheinlich wird das Metall dafür aber viel zu selten, um es dafür zu verschwenden. Dann macht man lieber einen neuen Bogen. Holz haben wir genug. Metall nicht. Könnt ihr ihn hier vielleicht auch bewahren? Sicher. Ich glaube, das Andenken wäre gut, und die Schar ist im Kampf gefallen. Wir können ihn natürlich hier verwahren. Aber ich frage mich, warum ihr ihn unbedingt hier lassen wollt. Wenn das für euch so wichtig ist, warum nehmt ihr ihn dann nicht mit? Guckt so zwischen den beiden und Daniel hin und her. Auch so ein geistiger Blick, der auf Zitari geht. Kannst dich kurz beobachtet fühlen. Und dann wieder zurück. Nun, wenn er für euch nicht von Verwendung ist und ihr ihn neu bauen würdet. Ich sagte nicht, dass wir ihn nicht verwenden können. Aber sehe euch an eurem Gesicht an, dass er für euch einen großen Wert darstellt. Ich frage mich, warum ihr ihn einfach so außer Acht lasst und außer Hand gebt. Nein, tatsächlich ist das kein großer Wert für mich. Ich kannte leider Xandriel gar nicht. Ich denke nur, dass es besser ist, als diesen Bogen irgendwo im Dreck liegen zu lassen. Ihm eine neue Aufgabe, eine neue Bestimmung zukommen zu lassen. Da habt ihr gut getan dran. Ich denke, vielleicht können wir ihn für die Rekruten benutzen. Was meinst du, Daniel? Das ist definitiv ein guter Bogen, und wer auch immer mit diesem Bogen das Schießen lernt, wird es gut lernen. Als ob der Bogen dafür sorgt, dass man besser wird im Schießen. Im Lernen von Schießen. Ein vielleicht Kämpfer und seine Waffe sind eins. Vielleicht ist es sogar schlechter für den Lehrling. Naja, wenn der Bogen krumm und schief ist und man immer einen Meter weiter rechts zielen muss, ist das auch nicht so gut. Es kommt auf die Situation drauf an. Ja, wenn man einen Meter weiter rechts treffen möchte, dann ist das gar nicht schlecht. Ich habe alle Hochachtung vor den Engeln des Uriel, weil ihr sollt begnadete Bogenschützen sein. Ich weiß nicht, ich habe noch keinen anderen Engel mit einem Bogen gesehen. Vielleicht möchte Daniel einmal schießen. Ich bin mir sicher, er kann das. Ja. Möchtest du schießen, Daniel?
Wahrscheinlich in der Ausbildung auch irgendwie mal so grundlegend gemacht. Schon länger nicht mehr gemacht, aber warum nicht? Gut, ihr habt bestimmt einen Bogen für ihn. Diesen? Ich schaue ihn an. Wie zerstört sieht der aus? Meine Angst ist halt, wenn man ihn überspannt mit genug Kraft, dass er dann einfach knackt oder so. Der bräuchte halt ein bisschen Pflege und vor allen Dingen eine neue Sehne, ne? Okay. Du kannst meinen nehmen. Wir sind Brüder. Ich gebe dir meinen Bogen. Habt ihr hier irgendwo kann man hier irgendwo schießen? In der Tat. Wir haben einen Schießstand. Da ist sogar heute ein Wettbewerb unter den Rekruten. Oh. Jetzt? Wann ist heute? Heute Abend. Würde ich mir gerne anschauen. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn die Rekruten von einem Engel des Gabriel und einem Engel des Uriel angeleitet werden. Oh ja, lasst uns hingehen. Also, das machen wir gleich. Danke, dass ihr den Bogen von Xandriel aufbewahrt. Ich werde mich ein bisschen um ihn kümmern und werde versuchen, ihn mit etwas Öl wieder in Vordermann zu bringen. Und ein paar Untersuchungen machen, ob die Risse im Holz den Bogen allzu sehr geschadet haben. Vielleicht kann man da etwas mit Harz ausbessern. Mit Metall, denke ich, machen wir das Ding nur teurer und unflexibler. Ja, das stimmt. Gut. Noch eine Frage. Unsere Ramieliten braucht einen Kampfstab. Laut. Kampfstab. Ja. Sie ist so groß. Etwas größer als ich. Aha. Nun. Wir haben mehrere Stäbe her. Welches Material denn? Holz oder Metall? Holz. Plastik? Wäre sehr teuer. Nein, ich glaube, Holz ist ihr Ding. Holz. Gut. Ich werde sehen, was ich bekommen kann. Ich schaue mal eben hinten in der Kammer nach. Sollen die Spitzen verstärkt sein? Oder? Ja, das wäre gut. Stacheln? Nein, Stacheln sind auch nicht ihr Ding. Also ein ganz nüchterner Stab, einfach nur mit verstärkten Kappen. Vielleicht ist er hübsch. Was tut das denn zur Sache? Ich glaube, für sie wäre ein Speer ganz gut, da ich nicht denke, dass sie über die körperliche Kraft verfügt, eine Traumsatzkreatur mit einem stumpfen Stab den Schlegel einzuschlagen. Habt ihr auch einen Speer? Oh, ich stelle gerade einen her. Oh. Ich glaube, Daniel, du kennst dich da viel besser aus. Stabspeer, ich weiß, es gibt Speere, die sind so groß, ich weiß, es gibt Speere, die sind so groß. Ich weiß nicht, welche man nimmt. Ich glaube, am sinnvollsten ist es, wenn Liberiel ihre Waffe selber wählt. Wir können sie ja fragen. Sie sollte sie in die Hand nehmen und schauen, ob sie dieser Waffe körperlich gewachsen ist. Gut, dann kommen wir da, dann, wenn sie den Bericht geschrieben hat, dann komme ich nochmal mit ihr hier runter. Ich denke, das ist sehr weise. Ich werde bis dahin ein paar Stäbe und ein paar Speere heraussuchen. Für einen schaut so ein bisschen Richtung Daniel Ramieliten. Daniel nickt. Ja. Also dieses sehr wissende Nicken. Gut.
Übrigens, falls ihr an dem Wettbewerb teilnehmen wollt, es kostet eine Münze Teilnahme. Ich werde gucken, ob die Engel umsonst teilnehmen können, aber es wäre so die Moral der Gruppe wahrscheinlich. Nein, nein. Ich weiß nicht. Ich habe keine Münze und ich schau mal zu. Gut. Dann bis nachher. Bis dann. Ja, ich lasse mich von Daniel zu dem Schießplatz führen. Noch eine Frage. Warum habt ihr hier keine Fenster? Dann bräuchtet ihr die Kerzen nicht. Da hinten ist doch ein Fenster. Also so um die Ecke halt, ne? Ja. So eine Schießscharte. Genau. Na gut. Ja, dann gehe ich mit Daniel zum Schießplatz. Also, wenn wir dann rausgehen. Sie dreht sich um zu dem männlichen Schmied und meint dann so: Ich habe immer gehört, Ureliten haben eine hervorragende Auffassungsgabe, aber dieser scheint irgendwie blind zu sein. Also das kann Inari noch hören, der kann ja so ziemlich gut hören. Also. Ich flüster dann so zu Daniel, gute Ohren haben sie trotzdem. Ja, aber ein Blick für den dunklen Himmel nicht, ne? Schaut so nach oben, da ist wahrscheinlich ziemlich düster. Ja. Vielleicht gibt es auch helle Tage. Ja. Gibt es das? Ja. Also hat Daniel mal einen hellen Tag erlebt? Ja, gibt's schon. Also, ja. Die Sonnenstunden sind jetzt nicht so so oft hier, vor allen Dingen, weil immer sehr viele Rauchschwaden aus der Stadt halt den Himmel verdunkeln, von daher. Also ist das auch eher so ein Fall von weniger grau als hell, ja? Ja. Ich hatte euch ja beim letzten Mal auch beschrieben, wie die Rodungen rund um die Stadt halt diesen Kessel halt so komplett ausgehöhlt haben. Und es ist wirklich so, wie man das aus dem Herrn der Ringe Isengard-Szenario kennt, dass da all diese Feuer halt auch brennen. Und dadurch halt auch diese Flammenwolken und Rauchwolken da wirklich auch irgendwie über die Stadt drüber ziehen. Damit halt auch das Sonnenlicht ein bisschen bedecken. Selbst wenn es scheint. Ist halt nie so richtig hell hier. Das ist schade. Es gibt viele Schornsteine und viele Schlote in dieser Stadt und die sehr viel Qualm herauspusten. Na gut, aber ich finde das ziemlich gut, dass wir jetzt nicht in unserem Zimmer hocken müssen, sondern da zugucken können. Vielleicht wollt ihr auch kommen, Zitariel, Lyriel? Das ist ein Wettbewerb. Ja, wieso nicht? Ich hätte auch nichts einzuwenden. Ich meine, in dem Zimmer ist es nicht so spannend. Das ist richtig. Ich gucke mal zu Lyriel. Soll ich fragen, ob es hier eine Aufgabe für dich gibt? Ich habe noch viel für unsere Reise vorzubereiten und Wissen anzusammeln. Ich denke, sie werden ihre Ramieliten haben, die in die Geheimnisse des Ordens eingewiesen sind und werden eine junge Ramielitin wie mich nicht extra unterweisen. Ich glaube kaum, dass sie eine Aufgabe für mich haben. Und in Raguels Land werden wir alles Wissen brauchen, das ich zusammensammeln kann bis dahin. Und dafür brauche ich etwas Zeit. Wirst du in Raguels Land nicht auf das Wissen deines Ordens zugreifen können? Doch, aber hier ist ein sicherer Ort. Kein besonders schöner. Bist du sicher, dass du hier alleine bleiben möchtest? Ja. Befürchtest du, dass mir hier irgendwas geschehen könnte?
Würdest du die andere wieder aus dem Keller lassen? Du bist jetzt nicht mehr in einer Gefahrensituation. Du kannst deine Emotionen wieder zulassen. Ich weiß nicht, was du da unten gesehen hast, aber es muss dich sehr verstört haben, aber diese Schutzmaßnahmen sind nicht mehr nötig. Wir befinden uns nicht im Kampf oder in einer anderen Situation, die uns gefährlich werden könnte. Ich halte den Himmel an und für sich nicht für einen besonders freundlichen und sicheren Ort, aber sicherer als Raguels Land auf jeden Fall. Beim freundlich stimme ich dir zu, beim sicher nicht. Er ist definitiv einer der sichersten Himmel, die es gibt. Nur solange die Kerkermauern nicht brechen. Das mag sein. Zetario, man sagt meinem Orden nach, dass wir nach Raguel die Nächsten sind, die fallen, weil wir Wissen haben. Jetzt zweifle ich daran. Ich habe davon noch nie gehört, aber es sei dir gegönnt. Du siehst die an, so nach dem Motto, sie weiß jetzt nicht so genau, was sie mit dieser Ausgabe anfangen soll. Nein, habt Spaß und genießt den Freigang. Ich bin langes Sitzen und Schreiben gewohnt. So schaffe ich mehr. Das ist schon in Ordnung. Es ist nicht gesund, so lange in diesem Zustand zu verweilen. Das ist mir bewusst. Gut, dann möchte ich von dir einen Zeitpunkt, an dem du mir sagst, dass du ihn wieder verlässt. Spätestens dann, wenn wir diesen Ordenstützpunkt verlassen. Heute Abend. Und du wirst dir mit uns diesen Wettbewerb ansehen. Jetzt? Erst heute Abend. Bis dann, denke ich, wirst du in deiner Effektivität deine Aufgaben erledigt haben. Zu vollster Zufriedenheit. Zu Befehl. Dann überlasse ich sie ihren Schriftrollen und nehme Lyriel mit. Und dann klopfe ich mal bei Daniel an und frage, wo ist die Krankenstation? Gibt es sowas hier überhaupt? Oder nur eine Leichenkammer? Das frage ich mal auf dem privaten Kanal. Also so Lyriel und die Nariel werden mal kurz so beiseite geschoben und ich frage nur die Daniel, gibt es das überhaupt? Also da Daniel in seiner Ausbildung wahrscheinlich nie erlebt hat, dass ein Gabrielit mal irgendwelche medizinischen Dienste in dieser Form in Anspruch genommen hat, wird er dir, wenn überhaupt, nennen können, wo damals der Tempelritter zusammengeflickt wurde, den er da damals kaputt gemacht hat. Ja, also für die Menschen gibt's sowas, ja. Engel sind ja nicht krank und haben keine Verletzungen und so. Ja, gut, ich lasse mir den Weg beschreiben. Und würde dann mich mal auf den Weg dorthin begeben. Mit Lyriel im Schlepptau. Wie geht's denn Lyriel? Seit der Versöhnung etwas besser. Ist gut. Und wieder etwas weniger Angst, aber trotzdem noch so miau. Das, ja. Also Respekt ist auf jeden Fall immer noch sehr stark vorhanden. Ja, endlich einer! Ja. Einer! Du solltest das über allen machen. Also. One down, three to go, ne? Ja, ja, ansonsten, dieser Ort ist halt für sie einfach extrem bedrückend, weil das Grünste, was in ihrer Umgebung gerade zu finden ist, sind wahrscheinlich ihre eigenen Klamotten. Und
Das ist so überhaupt nicht ihre Sache. Die sind eher weiß. Wenn jemand grün anhat, dann ist es Inariel. Ja, okay, dann sind es halt Inariels Dämonen. Aber der ist gerade nicht da. Ja. Mir wurde gerade ein guter Wortwitz vorgesagt. Lyriels grüner Daumen ist das grünste in der Umgebung. Der Daumen ist eigentlich eher schwarz. Heilt. Niemand mag Klugscheißer. So. Lass uns doch nicht von Fakten irritieren. Ja, Grasflecken an den Knien, okay. Damit komme ich auch klar. Okay, also dann halt ihre Vorstellungskraft. So. Einwände? Gut. Dann ist das Grünste ihre Vorstellungskraft. Und ja, das bedrückt sie jedenfalls, wie gesagt, ziemlich, ne? Weil halt da einfach nicht viel lebt. Ja. Und grau und deprimierend. Man denkt sich wahrscheinlich so ein bisschen heimlich so, ja, kein Wunder, dass die Gabrieliten alle so miese Peter sind. Ja, dann ist es vielleicht ganz gut, dass sie vielleicht eine Aufgabe bekommt. Ja. Ja, wenn ihr zum Krankentrakt geht, den Daniel kennt, wird man euch da auf jeden Fall auch freundlich empfangen. Und sogar mit, wenn Citariel vorgeht, auch natürlich mit der geflissentlichen Ehrerbietung empfangen. Und dann, wir sind schwer beschäftigt hier. Was kann ich denn für einen Vertreter des Michaelsordens tun? Wir wollten fragen, ob ihr Hilfe benötigt. Bei was? Bei der Heilung eurer Patientin. Kriegt große Augen. Oh. Guckt so an dir vorbei auf Lyriel. Ihr wollt uns euren Raphaeliten zur Verfügung stellen? Nun, es ist dir ein Anliegen zu helfen und solange wir hier sind, warum nicht? Vorrangig. Ich denke, es ist allen gedient, wenn eure Männer schnell wieder auf den Beinen sind. In der Tat, ja. Prima, ja, doch, kommt rein. Gerne. Ich bin Lyriel. Willkommen, Lyriel. Ja, ich gucke mich mal um und werde abschätzen können, wer da am ehesten meine Hilfe braucht und gehe einfach wortlos hin und mach. Ja, du siehst da erstmal gar nichts irgendwie. Es ist halt ein leeres Behandlungszimmer. Mhm. Ah, okay. Was dir auffällt, ist, dass die Wände ziemlich verstärkt sind. Also so mit Polstern ausgeschmückt sind. Mhm. Gut, wie lange können wir auf Ihre Hilfe zurückgreifen? Ich gucke Lyriel an. Frag sie dann stumm, wie lange möchtest du? Solange ich gebraucht werde. Dann wirst du wahrscheinlich hier bleiben. Verausgab dich nicht zu sehr. Ist gut. Wenn irgendwas ist, ruf mich. Ich bin da. Und dann streiche ich ihr so gedanklich über den Kopf so. Es wird alles wieder gut. Du machst jetzt ein paar schöne Erinnerungen. Ja. Sehr wohl. Und dann, ja, sie wird euch so lange zur Verfügung stehen, wie sie kann. Das wird sie euch dann selber mitteilen. Ja, ich empfehle mich. Und dann gucke ich mal, wo meine anderen beiden Jungs gerade rum sind. Und würde mich dann da auf den Weg hin machen. Ja, der Mann bei Lyriel stellt sich Lyriel als Darno vor. Und meint dann, kommen Sie mit. Mhm. Wir haben lange keinen raphaelitischen Engel mehr als Helfer gehabt.
denke, für die schweren Fälle können wir sie einteilen, oder? Na sicher. Hervorragend, hervorragend. Geht mit dir irgendwie durch so eine Tür durch und einen Gang entlang und ein paar Treppen runter. Und ja, hier sieht eigentlich alles gleich aus. Diesen ganzen gotischen Stil, der hier irgendwie ist, irgendwie jede Ecke, um die er biegt, ist Lyrie irgendwie irgendwann ein bisschen verloren, was den Rückweg angeht. Wie die sich hier zurechtfinden, ist dir nicht so ganz klar, weil alles irgendwie so militärisch gleich aussieht. Und du kommst aber dann, als ihr durch die nächste Tür tretet, die wieder so ein bisschen ausstaffiert ist mit Polsterung, als er die Tür aufschwingt, hörst du dann von der anderen Seite Gebrüll, Schreie, Schmerzensschreie, ganz viele. Ich atme einmal ganz tief durch und gehe dann halt weiter. Ja, gehst dann irgendwie in so einem weiter und du siehst halt mehrere Behandlungsräume, in denen schon in Raphaels Kleidung gekleidete Männer und Frauen ihr Werk verrichten. Und ein riesiges, man könnte es vielleicht Warteraum oder sowas nennen, oder Abstellraum nennen, wie so eine Halle fast, mit ganz vielen Betten drin, wo etliche Männer und Frauen mit allen möglichen Verletzungen vor sich hin siechen. Abgetrennte Arme, irgendwie riesige Schnittwunden überall, irgendwie teilweise sind welche, haben so Striemen auf dem Rücken und auf der Schulter, Platzwunden am Kopf, alles, also alles, die ganze Palette. Einer ist da, der hat so einen Helm noch auf, so einen, von der Rüstung halt wahrscheinlich, und der Helm ist aber oben so ein bisschen geknickt. Man sieht so, dass ihm so das Blut so über die Augen läuft von oben. Aber er guckt halt noch ein bisschen, der wackelt so ein bisschen vor sich hin. Und überall ist die Schmerzenslaute zu hören. Ich glaube, ich muss Ihnen nicht sagen, wo Sie am besten helfen können. Ich glaube, das kriegen Sie schon raus. Ich nicke knapp und ich glaube, der Mann mit dem Helm braucht am ehesten erstmal meine Hilfe. Und, Den hätten wir jetzt einfach da sitzen lassen, bis er verblutet ist. Weil den Helm kriegen wir nicht ab, haben wir gemerkt. Und den Kopf amputieren ist ein bisschen unklug. Ich hatte schon versucht, ihn aufzuschneiden. Man sieht tatsächlich, dass er irgendwie der Helm an der einen Stelle irgendwie so mit einer Zange wahrscheinlich irgendwie versucht wurde aufzudrücken. Aber es tat ihm noch mehr weh, der arme Kerl. Ja, ich, wie gesagt, wende mich halt einmal dem Mann zu und wende halt erstmal das sehende Auge an, ne? Also berühren halt. Wir nehmen einmal das sehende Auge an und schauen wir mal an, ob da quasi noch, also ob ich da noch was dran tun kann. Lyriel taucht ein in die Tiefen der schweren Verletzungen, die man sich in diesem Himmel zufügen kann. Ja. Währenddessen gehen Zitariel die beiden Jungs suchen und Liberiel bleibt zurück und arbeitet an was? Na, die hatte ihr Berichtbuch verloren. Ja, und das muss neu angefertigt werden. Genau. Sie würde die erste Etappe der Reise der Schar aufschreiben mit allem, was gesehen wurde, und die Briefe vor allen Dingen neu aufsetzen, die mir Zitariel aufgeschrieben hatte, zu schreiben. Mhm. Das würde sie alles neu machen. Sich da auch Zeit lassen, und jetzt, wo die Gefühle abgestellt sind, kann sie sich auch ganz nüchtern mit dem Tod von Pandaril auseinandersetzen. Mhm. Und vor allen Dingen dann auch mal in die Kathedrale gehen und gucken, was er ihr jetzt eigentlich hinterlassen hat, während wir noch draußen diskutiert haben.
Und auch wenn die Gefühle abgestellt sind, auch in diesem Zustand, was trotzdem sie beschäftigt, ist die Tatsache, okay, Engel können nicht nur verletzt werden, Engel sterben durch die Traumsaat-Kreatur, auch wenn es eine ganz neue ist. Aber das ist ja doch schon was Besonderes, dass das tatsächlich so passiert, so ganz gewöhnlich irgendwie. Was erschreckend sein sollte, was Liberiel aber gerade ganz nüchtern betrachten kann. Mit der Tatsache, also wenn sie so einen Bericht schreibt, dass sie dann, wenn wir von der Schar, nachdem wir die Schar gefunden haben, ist so der erste Satz: Engel können sterben. Punkt. Das ist einfach so eine Aussage, die da steht. Und wir können uns gegenseitig töten. Also dieser ganze Bericht ist halt auch so nüchtern, ohne Emotionen geschrieben. Einfach so Fakten runter, was sich zugetragen hat. So mit dieser logischen, dieser Diskussion, die wir hatten, auf einer ganz logischen Ebene, wo einfach nur die Gefühle, die jeder hatte, so als Aussage dastehen. Aber nachdem dieser Bericht halt fertig ist, fällt ihr Blick nochmal auf diese Aussage: Engel können sterben. Dabei wurde uns in der Ausbildung immer gesagt, ein Engel verlässt die Erde erst, wenn er den letzten Ritus erhalten hat und dann zu Gott geht. Wo ist der Engel jetzt? Wo ist die Engelsseele hin? Ist sie tatsächlich gegangen? Ist sie zu unserem Vater gegangen? Oder ist sie jetzt hier? Das kommt dann so in ihr eigenes Buch rein, wo sie ihre Sachen reinschreibt. Das sind so Fragen, die dann auftauchen, die sie jetzt notiert. Und auch da nochmal dieser Aussagesatz: Engel können sterben. Wo geht die Seele hin oder wo geht die Engelsseele hin, wenn er nicht das letzte Ritual erhalten hat? Mhm. Ist er bei Vater? Woanders? Fegefeuer? Welche Möglichkeiten gibt es? Das wird wie so ein Strukturbaum einfach mal von ihr skizziert. So Gedankenketten. Einfach runtergeschrieben. Was folgt aus was? Und dann die Frage, ja, wofür ist er denn eigentlich gestorben? Wofür ist er gestorben? Dieses Buch war wichtig. Wenn das Buch wichtig war und jemand, ein Engel, dafür gestorben ist, dann darf dieses Buch nicht verloren gehen und gehört definitiv auf irgendeine Art und Weise in meinen Himmel. Dieser Orden, wo ich hier gerade bin, hütet seine eigenen Geheimnisse und das Buch kam von hier. Die haben da unten einen ramelitischen Ordensbruder, wenn auch ein Mensch, der Geheimnisse hütet, von denen ich nicht weiß, ob der Orden sie hat. Mein Orden. Das geht nicht. Und dieses Buch kommt in meinen Himmel. Ob von mir niedergeschrieben oder im Original. Es hat zur Folge, dass nachdem ich mit meinen Schreibarbeiten fertig bin, ich dieses Buch auspacke und anfange zu lesen. Du kannst es mir auch nach der Runde schicken.
Genau, dann kann ich dann bis zum nächsten Mal lesen und dann, genau. Damit, das werde ich tatsächlich machen. Dazu muss ich ja, glaube ich, auch die Engelskraft nutzen. Und das Schöne ist, dass jetzt über den Gedankenkanal, solange die Gefühle aus sind, dann keine erschreckten oder erstaunten Gedanken rüberschwappen können von dem, was ich da lese, sondern es ist einfach so ein gleichmäßiger Strom von Arbeit, Arbeit, Arbeit ist. Ziehst du mir mal eine Karte, ob ich das mitbekomme? Weil es ist mein Gedankenkanal. Ich bin in ihrem Kopf. Wie passend. Manchmal ist es ein bisschen poetisch. Ja, ich würde sagen, wir stecken da gemeinsam drin. Ich isoliere sie von den anderen, während sie das durcharbeitet, damit die anderen nicht mitbekommen, was sie da liest. Sie liest da bestimmt irgendwelche tollen Sachen. Kriegt das eh nicht mit, was sie da liest. Buchstaben. Ich schon. Ich bin sowieso so in meine Arbeit vertieft, dass ich viel mitbekomme. Bei Lyriel muss ich so ein bisschen die Lautstärke runterdrehen, damit die Schreie nicht die ganze Zeit so durch meinen Hörgang scheppern. Furchtbar. Wo seid ihr denn, wenn ich euch finde? Ich lasse mich von Daniel führen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt zu dem Wettbewerb schon gehen. Der gerade also, ist. Also wir haben ja eben gesagt, der Wettbewerb ist abends. War das richtig? Aber da du ja gefragt hast, ob Daniel damit umgehen könnte mit so einem Bogen, würde er dich halt trotzdem zu dem Schießstand führen, um dir mal zu demonstrieren, ob er da was drauf hat. Also, dass er da was drauf hat, steht ja außer Frage, ne? Ja, da bin ich gespannt. Ja, ich lasse mich einfach von dir durch dieses Gebäude führen. Ich versuche mich hier auch irgendwie zu orientieren. Es ist ja eigentlich, kann es ja nicht so schwierig sein. Gut, so ein großer Turm. Großer Turm sind irgendwie alle Engelshimmel. Aber irgendwie durch diese Finsternis, die hier ist, das ist so ein komisches Gefühl. Aber ich merke mir, wo wir lang gehen. Okay, ja, dir fällt das deutlich einfacher als Lyriel. Einfach weil du das gewohnt bist, Wege zu finden und so. Ja, dann findet Cetariel die beiden wahrscheinlich gerade bei den Vorbereitungen auf dem Schießstand. Ja. Lass ich meinen Blick über die Umgebung schweifen und gesehen. Schießstand ist sonst soweit leer. Die beiden stehen da. Wohl, warte, vielleicht steht noch ein anderer gabrielitischer Engel dort. Mit einer Armbrust. Übt gerade. Ja, dann stelle ich mich einfach mal zu den beiden. Hallo, Cetariel. Hallo, Inariel. Hallo, Daniel. Willst du auch mal schießen? Ich habe noch nie geschossen. Oh, ich kann es dir zeigen. Wäre vielleicht eine gute Idee. Aber erstmal wollte Daniel zeigen. Ich gebe dir meinen Bogen. Nimm den Bogen in die Hand. Wiegt den erstmal so ein bisschen in seine Hand, um so ein grundlegendes Gefühl dafür zu bekommen. Würde dann zielen und auf so eine Zielscheibe schießen und dafür brauche ich mal eine Karte. Mhm.
Neue Karte. Das sechste Arcanum in umgedrehter Bedeutung. Die Erzengel. Versuchung, Abstoßung, Makel, Unvollkommenheit und Minderwertigkeit. Oha. Ja, ja, dann wird Daniel auf jeden Fall sehr, sehr professionell dabei wirken, halt auch wirklich gut zielen. Ist vielleicht, weil er sehr lange auch nicht mehr geschossen hat, auch ein bisschen, ja, er würde es niemals so nennen, nervös, aber er ist es. Als er dann die Sehne quasi loslässt, macht die einmal so richtig schön so einen Bogen so zur Seite, also so richtig schön an der Zielscheibe auch vorbei. Ja, bleibt vielleicht seitlich so in der Zielscheibe dann nebenan stecken oder so. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Dahin. Daniel guckt sich den Bogen von dir nochmal an. Bist du sicher, dass du deinen nicht abgegeben hast? Ganz ja, gib her. Ich nehme den und nehme meinen Pfeil und schieße in die Zielscheibe. Ich treffe auch. Ich glaube, bei einem Urieliten muss man da jetzt keine Karte ziehen, ob ich treffe. Nee. Nein, mit dem ist alles in Ordnung. Willst du es nochmal versuchen? Vielleicht war er dir. Der war dir bestimmt zu leicht. Auch Kraft für einen Bogen und du hast viel Kraft. Ja. Vielleicht sollte ich so einen Eisenverstärkbogen mal benutzen. Reicht. Aber möchtest du es nochmal versuchen? Ja, gib her. Also. Jetzt achte ich aber genau drauf, dass er das, dass er den jetzt nicht kaputt macht oder so. Ja, also ich glaube so, den zweiten Schuss, dadurch, dass er den ersten so daneben versemmelt hat, wird er sich jetzt nochmal eine Nummer mehr drauf konzentrieren, vielleicht auch nochmal so durchatmen. Er ist ein bisschen angespannt, denn wenn er was überhaupt nicht leiden kann, ist, dass er halt in einem Wettbewerb oder in einem Kampf generell das Nachsehen hat und deshalb wird er dann auch beim zweiten Mal auf jeden Fall treffen. Mhm. Siehst du, geht doch, das war nur ungewohnt. Ja, der liegt anders in der Hand als die, die wir hier zur Ausbildung haben. Mhm. Gut. Citariel, möchtest du? Ja, bei Citariel hat man was Merkwürdiges beobachten können. Weil während ihr beide geschossen habt, ist sie quasi in den Copy-Mode gegangen und hat angefangen, eure Bewegungen simultan auszuführen, um quasi ein Gefühl dafür zu bekommen, ohne einen Bogen in der Hand zu halten. Sie hat einfach, also zwei Inari jetzt oder zwei Daniels jetzt stehen jetzt auf dem Platz und sie macht das halt nur trocken mit und dreht sich dann zu dir um und sagt, ja, ich denke, ich probiere es mal. Du führst das dein Schwert auch in der rechten Hand, oder? Ja. Gut, dann nimmst du den Bogen in die linke. Und ich gebe dir den Bogen. Mhm. Und einen Pfeil. Ja. Ich knock den ein. An oder weißt du, wie es geht? Erklär es mir zur Sicherheit. Ich habe. Gut. Dann rattert sie mal ebenso durch Ross und Reiter durch viele Informationen, aber ich kann nicht genau sagen, welche wichtig sind. So schwierig ist das eigentlich gar nicht. Du hältst den Bogen, du ziehst den Pfeil bis an dein Gesicht. Ich weiß nicht, manche sagen, dass sie über den Pfeil zielen. Irgendwie ist das Zielen eher so ein Gefühl. Und dann musst du aufpassen mit dem Unterarm. Wenn du den Arm so durchstreckst, dann geht die Sehne dagegen. Das tut ganz schön weh. Mhm. Den Arm steif halten. Beide Arme müssen kräftig sein. Dann ziehen und dann einfach loslassen.
Okay, zieh mir eine Karte. Ich stelle mich auch da und schaue, dass ich, also ich würde jetzt nicht wirklich jeden Schritt kontrollieren, nur wenn irgendwie was grob irgendwie falsch gefasst ist oder so. Ja, das ist das dritte Arcanum in umgedrehter Bedeutung. Roma Aeterna, Verfall, Unfruchtbarkeit, Armut, Untätigkeit, Störung und Zerstörung. Nein, das letzte Wort steht da nicht. Ja, okay, also Cetariel konzentriert sich und sie hat den Bogen gespannt und sie guckt auf das Ziel und versucht halt so ein bisschen aus dem Gefühl zu zielen und gerade wo sie sicher ist, okay, jetzt klappt das, halt von Lyria nochmal so ein Schrei durch den Kanal und ich denke gerade so, what the fuck, und dann verreiße ich den Bogen total und der Fall, oh. Ich gucke auch wieder da. Sie ist körperlich zusammengezuckt, guckt sich um, wo kam der Schrei her, und dann realisiert sie 21, 22, okay, es war bei Lyria, 23, 24, okay, es ist keine Gefahr. Und dann atmet sie einmal ganz tief durch. Weil irgendwo hingeht, lausche ich auch nochmal, ob da nicht irgendwann nochmal ein Schrei kommt. Von unten, ganz unten am Platz. Ah! Das war ziemlich weit. Ja, Entschuldigung. Und dann klinge ich mich bei Lyria ein. Ist alles in Ordnung bei dir? Bei mir ja. Von den Menschen kann man das nicht so behaupten. Was ist mit seinem Kopf los? Das willst du nicht wissen. Dieser Orden ist... Ich verstehe nicht, wie man so aufeinander einprügeln kann zur Übung. Ihm wird das nie wieder was nutzen. Mhm. Gut, dass ich hier bin. Dass du da bist. Da sitzt halt jemand neben dem Verletzten, der ebenfalls der hat nicht so eine schwere Verletzung, aber der der hat halt irgendwie auch eine Wunde so am Oberarm. Meinst du, eigentlich ist er beim Kampf in eins der großen Zahnräder reingekommen. Das kam nicht durch einen Treffer, also indirekt. Okay. Zahnrad. Ja. Zu wissen. Ja, wir richten das schon wieder. Okay. Ich klopf dir nochmal so imaginär auf die Schultern so. Du hast das! Du bist die beste Heilerin hier! dann werde ich noch die Einzige. Such mal einen neuen Pfeil und probier's nochmal. Ich nehme noch eine Karte. Oha, noch eine Karte. Ja. Gucken wir, ob wir den Bogen noch kaputt kriegen. Ach, man braucht einen Pfeil, wenn man den Seesehne loslässt. Ihr habt sogar heute mit einer umgedrehten Bedeutung hier. Ah, schon wieder. Es ist wieder so ein Stream. Erste Arkanum, die Kirche in umgedrehter Bedeutung. Strenge, Schwäche und Unentschiedenheit. Ja, ich würde sagen, dieses Mal schlägt der Pfeil vor der Zielscheibe im Boden ein. Weil ich vermutlich entweder zu tief gezielt habe oder nicht weit genug zurückgezogen. Die Richtung stimmt. Ja. Aber wahrscheinlich warst du beim ersten Mal, weil du so weit geschossen hast, dich verschätzt. Du hättest ruhig mehr Kraft geben können. Oder ist dir der Bogen zu schwer? Nein, es geht. Aller guten Dinge sind drei, sagt man ja, nicht wahr? Bitte. Dann gib mir noch eine Karte. Karten. Bitte schmeißen wir mit Karten um uns. Ja. Es ist das neunte Arcanum. Nicht umgekehrt? Ui. Doch, in umgedrehter Bedeutung der Monarch. Torheit, Unreife und Narretei.
Das passt so gar nicht. Ja, gut. Gut, dass wir heute keinen Kampf haben oder so. Sehr gut, sehr gut. Ich werde wahrscheinlich wieder daneben schießen. Also, das ist halt eine neue Waffe für mich. Es ist sehr ungewohnt, sehr, sehr anders als das Schwert. Ich bin ja eher für den Nahkampf ausgebildet als für den Fernkampf. Und auch wenn ich weiß, wie es sich theoretisch anfühlt, habe ich nicht das Körpergedächtnis und auch nicht das Muskelgedächtnis, um halt das Ganze irgendwie zu ziehen und zu zielen, so wie die beiden anderen das haben. Und dementsprechend geht der Pfeil dieses Mal so ein bisschen links an der Scheibe vorbei. Und sie guckt ihm so ein bisschen hinterher. Und dann merkst du so, wie sie so anfängt, so wieder ihre Schultern auszurichten und ihre Haltung zu korrigieren. Also sie scheint mit jedem Schritt so ein bisschen dazu zu lernen. Aber es sind halt kleine Schritte, sehr, 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 sehr kleine Schritte. Gut. Naja, jetzt kommt das Tollste. Pfeile wieder einsammeln. Mhm. Ist mein einer Pfeil über den Rand des Himmels geflogen? Wenn du das so sagst. Ich weiß ja nicht, der ging ja anscheinend sehr weit. Ja, ich entscheide selber. Dann ist der Pfeil halt weg. Sagt mir das. Ja, ich. Das Schöne ist, ich würde die Flügel aufspannen, so ein-, zweimal schlagen, und dann bin ich auch schon vorne bei den Zielscheiben und kann dann die Pfeile wieder einsammeln. Mhm. Ich glaube, ich finde den einen Pfeil. Also ich werde mal in die Richtung fliegen, wo der hingegangen ist, und wahrscheinlich steckt der irgendwo unterhalb in so einem Strohsack oder so. Irgendwo weit rechts. Und dann ziehe ich ihn da raus. Okay. Prima. Dankeschön. Ich habe ihn ja verschossen. Ja. Ich glaube, wenn ich irgendwoher Pfeile bekomme mit guten Spitzen, dann ist es hier. Und ich stelle mich dann auch mit meinem Bogen hin und schieße ein paar Mal, weil es macht ja auch Spaß. Okay. Na komm, zieh mir eine Karte. Oh, er traut sich. Er traut sich. Er traut sich. Oh, wir ja wieder umgekehrt. Der Herr der Fliegen. Nein, so schlimm ist es nicht, nein. Aber es ist die Welt in umgedrehter Bedeutung. Trägheit, Faulheit, Unvollständigkeit, Beschränkung, Restriktion und Verneinung. Ja, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass ich ein, zwei Pfeile abschieße. Dann auch irgendwie ziemlich schnell die Lust verliere da dran. Weil es ist, der Typ in der Armbrust ist zwar noch da, aber hat der eigentlich zugeguckt oder hat er einfach stur weitergeschossen? Weil er hat den Befehl bekommen, mit der Armbrust zu schießen. Ja, der schießt hin und wieder, aber als ihr dann die Pfeile halt eingesammelt habt, dann hat er natürlich aufgehört, weil dann läuft er ja durchs Schussfeld. So. Ja, und irgendwie durch diese ganze Stimmung, diese Stadt, dieser Himmel hat, ist einfach so, weiß nicht, so richtig die Begeisterung, die sonst auch bei Inariel kommt für das Schießen, ist einfach nicht da. Da ist eine Zielscheibe, da wird er ein paar Pfeile drauf schießen. Wahrscheinlich werden die auch nicht in die Mitte treffen, sondern die Zielscheibe zwar treffen, aber jetzt auch nicht so besonders. Und ja, dann nach einer Runde, 3 oder 5 Pfeilen, die dann auch wieder einsammeln und zurückkommen. Ich bin gespannt auf heute Abend. Da kommen dann die besseren Karten. Ich rede ja meistens über den Gedankenkanal mit euch. Und würde jetzt dementsprechend auch fragen, wie wäre es, wenn wir ein wenig Formationsflüge üben? Oh ja. Für Situationen, wo wir schnell und geschickt agieren müssen. Wir sind jetzt sehr lange Strecken geflogen, allerdings waren das Ausdauer geprägte Flüge. Ich denke, wir müssen noch mehr zusammen fliegen, schneller, wendiger. Wie lange wollen wir denn bleiben? Ich glaube,
Liberiel würde es gut tun, ein bisschen auszuruhen. Ich glaube, jedem von uns würde es gut tun, einen Tag auszuruhen. Ich weiß nicht, ob dann das Training auch so gut ist. Man könnte es morgen machen. Schwierig, schwierig. Ich bin mir nicht sicher, ob wir noch einen Tag hier bleiben sollten. Oh, wir wollen morgen wieder aufbrechen. Das ist eine gute Idee. Wir müssen ja auch weiter. Außerdem interessiert mich Liberiel Zimmel. Ich muss, wie gesagt, noch darüber nachdenken. Ich weiß nicht, wie lange die Pause sein sollte, die wir uns gönnen. Wir haben relativ viel Zeit verloren in den Alpen. Allerdings haben wir keine Zeitbegrenzung. Dennoch denke ich, dass wir da so viel Übung bekommen sollten, wie wir können, hier in einer relativ sicheren Umgebung. Wenn wir es das nächste Mal üben, wenn wir im Einsatz sind, dann... Naja. Ja, also von mir aus können wir das machen. Alle zu fünft? Oder nur wir drei? Hauptsächlich wir drei. Wir sind die Speerspitze. In Ordnung. Okay. Dann gehe ich doch nochmal rüber zu Liberiel und was sie liest, weil das kriegt Cetaria ja, während ihr da rumschlendert, ja auch noch mit. Und der Text, den du davor liegen hast, ist halt alt. Also das Buch an sich ist alt. Nicht mehr so richtig lesbar. Die Schrift, die das Schriftstück benutzt, musstest du vorher auch irgendwie, musstest du dir auf jeden Fall durch deine Engelskräfte erschließen. Das hat eigentlich ordentlich gedauert, weil das eine Schrift ist, die eigentlich... die du noch nie gesehen hast vorher. Und du beginnst dann damit, irgendwie für dich herauszukriegen, was da steht. Es ist halt schwer, weil teilweise sind Worte vergilbt oder durch irgendeinen Fleck oder so weg. Also kann man nicht mehr lesen. Oder die Seiten sind eingerissen und durch den Riss kann man bestimmte Sachen nicht mehr lesen. Aber dann beginnst du und liest Wort. Alles ward dasselbe, ohne dasselbe nicht eins. In ihm war Leben. Und das Leben der Menschen. Und wenn ich jetzt längere Pausen mache, dann ist da immer was nicht ganz lesbar. Und scheint in und Finsternis. Da war ein Mensch von Gott gesandt. Dieser kam dem Lichte, alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht. Das war das wahrhaftige Licht. Er war in der Welt und die Welt kannte ihn nicht. Er kam in das Seinige. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und dann geht es weiter. Aber vielleicht so viel, wie du bis jetzt irgendwie rausgekriegt hast. Ich denke, das ist schon mal Gesprächsstoff genug.
Denkst du, sie reden über Petrus Sekundus? Du meinst mich? Ja. Die anderen können uns nicht hören. Gut. Zu alt. Das Buch, der Text, ist zu alt, um sich auf ihn zu beziehen. Außer es wäre prophetisch. Was sein dann, könnte. Was sein könnte, aber dann, auch wenn viel von der Sprache, von dem Text nicht gut lesbar ist, ich denke, dann wären die Wortwahlen anders. Zum Beispiel? Es ist in einer Vergangenheitsform geschrieben, dann wäre es eine Zukunftsform. Prophezeiungen deuten ja auf etwas hin, das kommen soll. Dann würde es noch mystischer und glorifizierender klingen mit mehr bildlichen Ausschmückungen und Metaphern. Das sind recht klare Worte dafür, für eine Prophezeiung. Vielleicht funktioniert diese Sprache anders als unsere. Ja, es ist jetzt ja schon die Transkription in eure Sprache, ne? Vielleicht habe ich einen Fehler gemacht bei der Übersetzung. Das kann jemand im Rang des Scriptura oder der sich mehr mit solchen Texten befasst hat, als ich sicherlich sagen. Für wie wahrscheinlich hältst du diese These? Möglich. Es gibt bessere als mich. Aber nicht aus meinem Jahrgang. Wenn, dann ältere. Und auch auf keinen Fall ein Jüngerer, der besser wäre. Und auch kein Gleichaltriger. Der Beste. Ja, irgendwo habe ich das schon mal gehört. Dann werde ich davon ausgehen, dass du keinen Fehler gemacht hast. Danke. Gut, Lyriel wird sich wahrscheinlich verausgaben bei der Rettung der Sophila, die sie dann noch vorfindet. Viel Zeit hast du mit dem Mann mit dem Helm verbracht. Hast ihn tatsächlich retten können. Allerdings, ob der je wieder zu irgendwas zu gebrauchen ist, außer zum blöd Dasitzen, bist du dir nicht so ganz sicher. Aber er lebt noch. Wird sich zeigen müssen. Genau. Und dann ja. Wird halt entsprechende Empfehlungen aussprechen. Ja, gut. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern es so viel Kinderspielzeug gibt, aber halt, ne, dass man ihn irgendwie an die motorischen Sachen wieder so ein bisschen ranführt, sowas alles. Ne? Und ja. Und dann mal schauen, was ich noch machen kann, nachdem es schon so viel geholfen hat. Ja, also dann irgendwie schon, du hast irgendwie kurz davor, irgendwie du hast die Zeit völlig aus den Augen gelassen, du hast ja noch im Kopf, dass Citariel euch alle versammeln wollte. Und als du kurz davor bist, irgendwie zu gehen, schaust du nochmal in einen der Seitenräume rein und dann siehst du da tatsächlich Schwingen an einem kleinen Körper, also an einem Engelskörper. Allerdings sieht der ziemlich mitgenommen aus. Sonst, wenn du dich umguckst, guckt gerade keiner. Ich gehe hin. Das ist ja gar keine Frage. Ich gehe hin und schaue mal an. Und, also sieht, ein Engel. Und dann sieht danach aus, als ob ein ziemlich junger Engel noch. Also viel kleiner als du noch. Weil du bist ja jetzt inzwischen auch schon ein Jahr oder zwei auf der Welt. Und der sieht so aus, als wäre der irgendwo runtergefallen. Also aus einer großen Höhe, weil das ist sehr viele Quetschungen und irgendwie. Genau. Also der etliche Brüche, die schwingen, sind da irgendwie auch zerfleddert und irgendwie stehen in komischen Winkeln ab und ja.
Ja, ich mobilisiere alles, was ich noch habe. Ne, mache erstmal sehendes Auge und ne, also leg ihm die Hand auf und. Ja. Also wenn du denn dann das sehende Auge zuführst, also bei den ersten Untersuchungen hättest du eigentlich gedacht, dass er tot ist. Weil kein Puls, keine Atmung. Mhm. Aber da ist noch ein kleiner Lebensfunke, den du mit deiner englischen, sag ich schon, mit deiner Engelskraft noch erspüren kannst. Und dadurch ist es dir natürlich auch möglich, mit Einsatz der, naja, Citaril hat dir verboten, dich zu überanstrengen, aber wenn du dich überanstrengst, dann kannst du den Engel bestimmt retten. Ja. Dafür brauchst Citaril du aber dann brauchst du den Rest deiner Kraft. Ich bin immer da. Aber du musst ja bestimmt gerade noch mit Bogen schießen. Und ja. Kein Wunder, dass Citaril daneben geschossen hat mit den ganzen Einflüssen, die gerade kommen. Das sind zwei Verstöße an einem Tag. Zwei Verstöße. Keiner nimmt mich ernst. War gestern. Keiner nimmt mich ernst, sag ich dir. Ja, ich habe zwar schon Respekt vor Citaril, aber ich kann ja, ich muss ja helfen. Ich kann nicht anders. Ich muss helfen. Da ist noch Lebenswillen da und ein Lebensdunkel. Also und pumpt Lyriel ihre Engelskräfte komplett in den anscheinend so leblosen Körper und sieht dann, wie sich die Knochen wieder richten, die Fleischwunden schließen und wie die Atmung wieder einsetzt. Allerdings merkst du jetzt diese körperliche Erschöpftheit an dir. Es ist quasi, als hättest du deine körperliche Kraft und alles, was in dir steckt, halt in diesen Körper hineingepumpt. Je aktiver und je gesünder dieser Leib wird, desto ausgelaugter und ausgemergelter sieht Lyriel aus. Man sieht es jetzt auch so ein bisschen, fallen die Wangen so ein und die Tätowierungen verblassen ein bisschen. Ja, ich wende halt wirklich so viel auf, dass ich sicher sein kann, dass er es halt schafft. Und dann halt auch wirklich mit so einem mich irgendwann losreißen, dass ich halt zumindest noch mit eigenen Kräften weggehen kann. Und schlägt dann die Augen auf und schaut dich dann mit weit aufgerissenen Augen an. Ja, ich ja, gehe einmal so durch, check ihn einmal ab. Ne? Und wie geht es dir? Wo bin ich? Na, in der Krankenstation. Wo? In der Krankenstation. Was ist das? Da kommt man hin, wenn man sich verletzt hat und du warst verletzt. Aber jetzt müsste es eigentlich so weit wieder gehen und immer noch dabei, so zu schauen. Bist du ein... Du trägst Zeichen des Raphael. Ja. Dann lässt du den Kopf hängen. Ich hab versagt. Ach, was? Nein. Bin ich jetzt auch ein Engel des Raphael? Nicht, dass ich wüsste. Wir sind im Himmel der Gabrieliten. Und mir wurde gesagt, es sei kein Raphaelit da. Aber du bist doch einer. Ja, außer mir. Wir sind zufällig vorbeigekommen. Aber was ist denn passiert? Wieso glaubst du hättest versagt? Weil ich auf dieser, wie nennst du es, Krankenstation bin? Naja, aber das ist ja kein... Heißt das so, wo die raphaelitischen Engel geboren werden? Nein, wir werden im Himmel des Raphael geboren. Wir haben sehr viele Krankenstationen, weil aus dem Umland viele verletzte und kranke Menschen zu uns kommen. Ja, das habe ich gehört.
Kranke und Verletzte werden Opfer-Eliten, ja. Nicht die Starken. Nur die Versager. Ich glaube, irgendjemand hat dir sehr viel Quatsch erzählt. Oder dein Kopf ist doch noch nicht wieder ganz richtig. Noch mal kurz, guck dich so total, guck dich halt so verständnislos an. Ruh dich erstmal aus, vielleicht bist du dann nachher nicht mehr so verwirrt. Aber du hast doch nicht versagt, du bist doch. Naja, du bist hier und du bist hier und lebendig. Ja, fühl mich lebendig. Na, siehst du? Und ich verstehe das nicht. Ich zauber aus einer, hol aus einer Gürteltasche so einen gerollten Honig mit ein bisschen Minze drin hervor und steck ihm das in den Mund hier. Es ist noch nicht Zeit zu essen. Damit geht's dir bald wieder besser. Es ist nicht Zeit zu essen. Ich bin deine Heilerin, ich sage, jetzt ist Zeit zu essen, also ist jetzt Zeit zu essen. Brauch keine Heilerin. Na, hör mal, junger Mann. Du hast, ich sag's jetzt einfach so. Na, hör mal, ich hab dich gerade eben geheilt. Du brauchtest ganz offensichtlich eine Heilerin. Also, ich bin deine Heilerin, ich sage, jetzt ist Zeit zu essen. Damit wird's dir besser gehen. Das ist Medizin. Ist das ein Befehl? Ja. Gut, dann steckt er das in den Mund. Ich denke mir so, gut, dass ich schon mal ein bisschen Zeit mit Gabrieliten verbracht habe. Und jetzt? Na, jetzt sollte es dir bald besser gehen. Für mich gut. Siehst du? Jetzt lerne ich, wie man andere heilt. Ich glaube nicht, du bist doch ein Gabrielit, oder? Jetzt nicht mehr. Liegt beim. Ja, warte mal, doch, das Schwert ist von Anfang an dabei, ne? Da ist kein Schwert. Da ist aber kein Schwert jetzt gerade. Das ist schlecht. Naja, fühlst du dich denn so, als könntest du jemanden heilen? Weiß nicht. Wie geht das denn? Zum Beispiel, wenn man die Hand auflegt, kann man seinen Geist erweitern und schauen, ob es demjenigen gut geht. Das ist eine der ersten Kräfte, die sich zeigt. Meistens. Und wenn ich das nicht kann? Wenn ich versage? Eieiei, was habt ihr Gabrieliten denn immer mit Versagen? Das ist doch überhaupt nicht schlimm. Wenn du das jetzt nicht kannst, dann wirst du scheinbar nicht zu einem Raphaeliten, sondern bleibst du dein Gabrielit und hast weiterhin deine Kräfte. Die kannst du ja auch mal ausprobieren. Guckt so irgendwie total unverständlich. Das macht überhaupt keinen Sinn, was du wieder erzählst, Queen, gerade. Ja, ich gucke ihn ähnlich an, weil das macht überhaupt keinen Sinn, was er mir erzählt. Aber hey. Naja, du wirst wohl abwarten müssen und schauen, welche Kräfte du hast und welche nicht. Wenn ich keine habe? Na, das glaube ich nicht. Du bist ja immerhin ein Engel. Ich bin ein Engel des Herrn, ein Bote des Lichts. Ich höre und gehorche. Ja. Siehst du, so gehört sich das für einen guten Gabrieliten. Machen die Raphaeliten das nicht? Bitte? Die raphaelitischen Engel keine Boten des Lichts?
Doch, sind sie auch. Dann gehorchen sie nicht. Meistens schon. Das verstehe ich nicht. Wirst du noch. Ich folge dir und lerne. Das kannst du ja mal machen, aber ich denke, schwingt du wirst sich bald so von zu deiner der, Ausbildung von dem Bett hoch, auf dem er gelegen hat. Schwingt sich dann so hoch auf die Beine. Schüttelt so ein bisschen mal die Flügel so rechts und links aus. Naja, wir müssen mal schauen. Du wirst wahrscheinlich bald zu deiner Ausbildung zurückkehren müssen. Bin hier richtig. Na dann. Was? Was? Luria ist zu verwirrt und zu geschafft, um sich dann auch irgendwie auseinanderzusetzen. Ja, du hörst so eine leise, schwache Stimme in deinem Hinterkopf. Was hast du getan? Der Gabrielit, der auszog, einen Raphaelit zu werden. Ups. Nein, das ist kein Ups. Naja, aber was kann ich dafür, dass er sich jetzt für einen Raphaeliten hält? Wenn ihm das scheinbar hier so erzählt wurde? Du wirst diese Zelle jetzt sofort verlassen und ihn da drin lassen. Das könnte sich als schwierig erweisen. Befiehl ihm einfach da zu warten. So schwer ist das nicht. Okay. Du musst ja Daniel dahin schicken, der muss einiges klarstellen. Ist gut. Naja, dann wende ich mich an ihn. Du musst dich noch ein bisschen ausruhen. Warte hier auf mich. Das ist ein Befehl. Ein Engel des Herrn, ein Bote des Lichts. Ich höre und gehorche. Sehr gut. Und ich gehe so langsam rückwärts raus und... Und tschüss. Mach die Tür zu und guck so in meinen Kunden. Geh dann und denk mir nur so, ah. Du kannst niemandem mal davon erzählen, dass du diesen Engel geheilt hast. Aber du hast ihm davon erzählt. Weißt du, was das für Probleme geben wird? Naja, die werden sich das auch denken können, oder? Also ich meine, Gabrieliten sind jetzt keine Rabieliten, aber auch nicht gerade doof, oder? Es wäre sehr gut, wenn du jetzt einem der menschlichen Heiler Bescheid sagst, dass er wach ist. Ich fürchte, du hast dich gerade grundlegend in die gabrielitische Ausbildung eingemischt. Und ich werde dafür gerade stehen müssen. Währenddessen fliege ich aggressive Kurven oben am Himmel. Daniel und Daniel hinterher. Was macht denn jetzt für eine komische Kurve? Ja, ich suche dann mal einen der menschlichen Heiler. Und, ja, den, der dich am Anfang dahin gebracht hat, den findest du relativ fix. Ich berichte erstmal, dass ne, wie gesagt, der vom Zahnrad eingequetscht wurde, dass es dem wieder einigermaßen geht. Und ja, ne, wie so sein Zustand ist. Und dann, sag ich so ganz zart, der Patient da vorne in der Kammer ist aufgewacht. Der Patient? Schaut so. Das ist der Sterberaum. Jetzt wohl nicht mehr. Was? Läuft so in die Richtung. Und hörst dann irgendwie, ich bin ein Engel des Herrn, ich bin ein Bote des Lichts. Ja. Siehst du noch mal ganz kurz den Kopf von dem Mann so um die Tür ran. Ja.
Das ist der Moment, wo ich lande, weil ich fürchte, ich habe jetzt einiges gerade zu erledigen. Naja, die können ja wohl jeden Streiter gegen die Traumsaat gebrauchen. Mhm. Ich spiele so an der Kordel von meinem Gürtel rum. Ja, die ist ein bisschen auf und ein bisschen nervös. Und ja. Ja. Inarie, Daniel, ich gehe Lyriel abholen. Wartet bitte einfach hier. Macht nichts Blödes. Gut. Dann stiefel ich zum Lazarett. Ich weiß ja, wo sie hingegangen ist. Ja, wir können auch noch ein bisschen Übungsflüge machen. Mhm. Gut, hast du gehört, Daniel? Und ich flieg los. Ja. Daniel hinterher. Ich flieg mal Richtung Stadt runter. Nein! Du kriegst sofort die geistige Klatsche. Also jetzt reicht's mir ehrlich. Ihr bleibt am Himmel, ihr fliegt nicht in die Stadt und zwingt mich nicht wütend zu werden. Also wenn du da so Richtung Stadt tatsächlich absenkst, Inariel. Ja, dann höre ich auch so ein ganz fettes Nein. Ist nicht aufgefallen, dass Zetariel gerade gestresst ist? Ja, sie muss ja nicht mit in die Stadt. Ich weiß nicht, ja, was sie gerade hat, aber ich glaube, ihr würde es gefallen, wenn wir einfach warten und tun, was sie uns gesagt hat. Ja, gut. Ja, Zetariel bekommt dann schnellen Schrittes an der Krankenstation an. Ja. Und ich taxiere Lyriel mit einem nicht dem Todesblick. Zumindest etwas. Aber ein, du hast definitiv Probleme, junges Fräulein. Ich probiere es mit dem Unschuldigen. Ich wollte doch nur helfen, Blick. Und diese Knülle, das die Kordel von meinem Gürtel. Ja, man hat den jungen Engel halt weggeführt. Mhm. Der Heiler bedankt sich dann aber artig bei Lyriel. Danke, glaube ich. Gern geschehen. Du gehst jetzt in unsere Unterkunft. Und keine Umwege. Mhm. Und ich gehe nach draußen und stehe da und denke mir nur so, wo ist unsere Unterkunft? Ich habe keine Ahnung, wie ich hingekommen bin. Ja, ich stehe dann bei dem Heiler. Ich muss mich für meine übereifrige Schwester entschuldigen. Oh, bei mir nicht unbedingt. Also ich bin froh, dass sie ihn retten konnte. Anscheinend habe ich einen Fehler gemacht und habe ihn für tot eingeschätzt. Gut, einen Engel des Raphael da zu haben, wenn man sich geirrt hat. Und da ward sie nicht gesehen. Zetaria hat genug von euch. Verständlich. Ja, Rage Quit. Daniel war heute sehr folgsam. Ach, heute? Ja, und sein Feingefühl passt heute mal auf einen Esslöffel statt einen Teelöffel. Ja, ich würde mit Daniel noch ein paar Runden drehen. Aber wahrscheinlich wird das Gleiche passieren, was vorhin beim Bogenschießen passiert ist, dass es einfach schnell langweilig wird. Und dann frage ich, wollen wir da unten warten, wo sie gesagt hat, wartet hier, da gehen wir zurück in unser Zimmer. Ich würde sagen, wir warten hier. Was ist los? Du bist heute
so antriebslos. Kennt man von dir nicht. Es ist so grau. Hier ist alles grau. Mhm. Daniel, guck mal zum Himmel. Ja. Manches ist auch braun. Das da ist braun. Toll. Oder schwarz. Wie sieht das bei dir denn aus? Grün. Um den Himmel drumherum sind Berge und Wälder. Viele kleine Dörfer. So wie in den Urwäldern. Nein, dadurch, dass Dörfer da drin sind, ist der Wald doch immer mal wieder unterbrochen. Man merkt, dass die Menschen sich das Land urbar machen. Aber und es sind auch viele Nadelwälder. Aber es ist überall Natur. Wir machen auch oft Ausflüge in die Natur. Erkunden da, Kundschaften. Hier ist ja gar keine Natur. Guck noch mal so raus. Sieht dann wahrscheinlich irgendwie ganz, ganz weit weg irgendwo vielleicht unter Umständen noch so die letzten Ausläufer des Urwaldes. Ich weiß ja nicht, wie weit die weg sind. Da hinten, das ist Natur, oder? Ja, das ist richtig. Deswegen wundere ich mich, dass du da nicht warst. Wie naja, zieht es da hin? Wirklich. Die Ausbildung erfolgt im Himmel. Ja, bei mir auch. Aber auch draußen, bestimmt. Wie wird die Landschaft sein, wenn wir nach Norden kommen? Ich weiß es nicht. Es soll kälter sein im Norden. Und ich glaube, wenn es kälter ist. Kälter heißt mehr Tannenwald. Glaube ich. Also mehr wie deine Heimat. Vielleicht. Dann wirst du dich da sehr viel wohler fühlen als hier. Ich glaube aber. Ich weiß halt nicht, wie es da aussieht. Ich meine, das Land, es war einmal besiedelt und jetzt nicht mehr. Man kann also nicht sagen, was da passiert ist, was da gerade ist. Vielleicht ist da viel Traumsaat, vielleicht sind da viel Schrottbarone, wir wissen es nicht, vielleicht beides. Und was sie mit der Landschaft machen, ich habe das Gefühl, weißt du, ohne dir zu nahe zu treten, aber dass sich die Landschaft auch so zeigt, wie die Menschen sind. Und dass sie so ein bisschen was davon widerspiegelt. Und wenn da oben alles zerstört ist, ist vielleicht auch die Landschaft alles zerstört. Deshalb sollen wir dorthin wieder aufbauen. Ja. Deshalb hat Lyriel Saatgut dabei. Das wird bestimmt gut. Und die Beriel möchte mit den Menschen kochen. Auch das ist bestimmt interessant. Ja, sie nennt es Diplomatie. Gut. So, Citaril ist wieder da. War mit Lyriel auf dem Weg zurück zur Unterkunft, wo Liberia ja immer noch sitzt. Übersetzt. Schreibt. Hebt nur kurz den Kopf, wenn ihr reinguckt oder reinkommt. Nickt euch zu und beugt sich dann wieder über das Buch. Sitzt nicht so voll offen zur Eingangstür, sondern so ein bisschen seitlich auf einer der Hühnerstangen vermutlich, die sich Engelsbetten schimpfen.
Und ja, dreht sich dann so ein bisschen weg und schiebt zu den Flügel so um sich rum, damit Lyriel nicht sieht, was das für ein Buch ist, das ich da auf dem Schoß habe. Bei Cetharil habe ich ja jetzt mitbekommen, dass sie das mir zugeguckt hat beim Lesen sozusagen. Und du hast gerade ein paar Zeilen weiter übersetzt. Da steht dann: Ich bin's nicht. Der Prophet. Er antwortete nein. Sie sprachen zu ihm: Wer bist du? Er sprach: Ich bin die Stimme. Machet gerade den Weg des Herrn. Und da haben sie dich gestört. Ich hoffe inständig, dass das Ganze keine Konsequenzen hat. Und ihr könnt nicht wirklich determinieren, mit wem ich von euch beiden gerade spreche. Die Jungs waren brav, die Mädels sind's wieder, ne? Nadel wäre ja auch. Aber nein. Naja, aber der Heiler schien doch ganz froh darüber. Ja, weil er nur einen Ausschnitt des Bildes sieht. Wie jeder von euch. Mit etwas Glück und Gottes gutem Willen werden wir keine Konsequenzen davon tragen. Ich bin enttäuscht. Ruht euch aus. Dann drehe ich um und gehe wieder raus und wünsche mich in ein kleines Dorf nahe Roma Aeterna zurück, wo Ruhe und Frieden herrscht. Es gibt so einen kleinen Erinnerungsblitz von diesem Dorf aus der Luft, was nur einer von euch erkennt. Und dann atme ich vor der Tür auch tief durch. Von den Bewohnern dieses Dorfes. Dann atme ich tief durch. Vater, gib mir Kraft. Was mache ich falsch? Was mache ich falsch? Und dann gehe ich wieder zum Übungsplatz. Mit den beiden anderen? Oder alleine? Nee, zu Daniel und Inariel, weil es gibt ja einen Wettkampf, den man sich ansehen wollte. Wir haben fleißig gewartet. Danke dafür. Aktiv gewartet. Das war nur ein bisschen furchtbar. Man könnte meinen, ich hätte graue Haare bekommen auf dem Weg bis zu Lyriel. Könnte aber auch nur Staub sein. Du wirst tatsächlich feststellen, also Inariel wird feststellen, dass Daniel so aktives Warten überhaupt nichts ausmacht. Er hat das ja auch mehr als einmal sehr, sehr aktiv in seiner Ausbildung erleben müssen und hat auch erlebt, was passiert mit Leuten, die das nicht so ganz so gut hinkriegen. Also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, vielleicht bist du hibbelig oder so, aber Daniel ist halt wirklich komplett die Ruhe selbst, als wäre das das Selbstverständlichste, da einfach zu stehen und nichts zu tun. Auf und ab. Ja, die
die Rekruten, der Templer, die fangen dann auch schon an, sich warm zu machen, irgendwie gymnastische Übungen zu machen und so. Und dann fragt man euch noch einmal, ob ihr bei der Übung, beim Übungsturnier wirklich teilnehmen wollt. Die Rekruten wetten untereinander mit einer Münze. Nein, ich habe keine Münze und ich möchte zuschauen. Ich wünsche dem Besten viel Erfolg. Ich wünsche allen viel Erfolg, aber ich freue mich auf den Besten. Oder die Beste, natürlich. Ja, sind sowohl Männer als auch Frauen. Daniel würde auch dankend ablehnen. Es ist auch mal interessant, von außen das Geschehen zu beobachten. Es ist uns eine Ehre, Engel des Herrn als Beobachter dabei zu haben. Kompanie, strengt euch an! Ich nicke nur. Ich sag nix. Ich will nicht reden. Ich will gar nicht hier sein. Ich will hier nicht sein. Ja. Aber ich guck mir das jetzt an. Ja, sowohl Inaril als auch Daniel können ja einschätzen, wie gut Bogenschützen so drauf sind. Weil Inaril, weil er das selber kann, und Daniel, weil er halt Militär halt gewohnt ist. Cetharil wird wahrscheinlich von dem, zumindest jetzt von dem direkten Schussvergleich, nicht so viel mitnehmen können und nicht so viel einschätzen können. Das sind halt alles menschliche Rekruten, die da irgendwie sind, und dafür sind sie ordentlich. Also ungefähr auf dem Niveau, was Inaril vorhin gemacht hat, also schlechtes Engels Uriels Niveau. Ja, weil Inaril war ja eben so unstet abgelenkt, als er geschossen hat. Und das kristallisiert sich dann nach irgendwie insgesamt ziemlich langen, dauernden 10 Kampfrunden tatsächlich dann ein Sieger heraus, der die gesamten Münzen der Kompanie einsammeln kann. Ja, ich applaudiere. Ich freue mich dafür. Sehr gut. Hat so lange gedauert, weil die wirklich alle fast gleich gut waren am Ende. Das war spannend. Nickt so und geht dann so zu Daniel rüber, also der Kompanieführer, und meint dann, gerade jetzt, wo Engel des Herrn anwesend sind, beweisen wir ihnen, wie die Templer des Gabriels untereinander in Bruderschaft vereint sind. Und alle salutieren. Und dann geht der Sieger hin und verteilt seinen Gewinn wieder unter den anderen. Würde Daniel auch, wenn die da salutieren, auch einmal zurück salutieren. Mhm. Anerkennt nicken. Und danach zu Inaril sagen, das ist Kameradschaft. Man hört so ein Ho! Und das verstehe ich noch nicht. Kameradschaft. Warum? Versteht Inaril nicht. Warum war das jetzt wichtig, die Münzen zu sammeln, wenn er sie doch dann wieder weggibt? Als Geste. Dass alle gemeinsam an einem Strang ziehen, immer noch das gleiche Ziel haben, und auch wenn einer hier gewonnen hat, nicht besser ist als die anderen. Es waren alle gleich gut, am Ende hat Glück entschieden. Gut. Ja, wenn tatsächlich Liberiel mit dabei ist. Ja, Liberiel hatte ja den Befehl bekommen von Cetharil, bevor sie sich an ihre Arbeiten gemacht hatte, abends mit ihren Gefühlen bei diesem Wettkampf dabei zu sein. Also wird sie auch tatsächlich da sein, weil sie hat ja den Befehl angenommen. Und das ist ein Befehl, sie ist ein, der einem direkten Befehl widerspricht man nicht. Wird sie auch da sein? Sie steht im Hintergrund, sie hat sich nicht direkt zu Cetharil und Inaril und Daniel gestellt. Ist also körperlich
körperlich anwesend. Geistig sieht das ein bisschen anders aus, weil sie muss ja in ihre Gedankenkathedrale, um ihre Gefühle da wieder rauszuholen. Das ist immer so ein bisschen schwierig für sie. Sie macht sie nicht gerne aus, die Gefühle, weil sie weiß, dass sie dann Probleme hat, sie wieder anzubekommen und sich dann mit dem auseinanderzusetzen. Ja, ist jetzt also damit beschäftigt, ihre Gefühle wieder auszugraben und wird dabei auch mal in den Raum gucken, den sie Pandariel zugeschoben hatte oder gebaut hatte, um mal zu gucken, was er da von Chaos hinterlassen hat oder überhaupt hinterlassen hat. Weil das ist die andere Konsequenz daraus, dass sie jetzt ihre Gefühle da rausholen muss aus ihrer Kathedrale. In dem Raum sind viele angefangene Schriftstücke. Man sieht auch noch wirklich so aus, als hätte die jemand Hals über Kopf verlassen. Irgendwie so steht noch so ein Becher, der halb ausgetrunken ist auf dem Tisch und so ein Teller, der halb aufgegessen ist. Neben einem Tintenfass, was umgestoßen ist, wo die Tinte so über den Tisch gelaufen ist. Die Feder liegt auf dem Boden, der Stuhl ist so hinten übergekippt. Und ganz viele angefangene Schriftstücke. Was für ein Chaos. Naja, ja. Das war ja zu erwarten. Dann drehe ich mich so halb und gucke über meine Schulter zu dieser Luke, wo die Gefühle immer rein, die Gefühlsliberiel immer reinkommt. Ich werde wieder ein Holzlein-Talent sein. Vermutlich wird sie Schuldgefühle haben, weil sie dieses Buch angefangen hat zu lesen. Ja, ich gehe mal zu der Luke, mach das Schloss auf, guck da runter. Liberiel! Ja! Du darfst hochkommen! Wirklich? Jetzt komm schon! Ja, dann stehen sich im Grunde zwei Liberiels gegenüber, die eine so auf der untersten Stufe noch von dieser Treppe, die runterführt, und die Emotionslose oben. Ich habe angefangen, das Buch zu lesen. Ich weiß, wie konntest du nur? Wir hatten die Erlaubnis noch nicht. Sie wird wütend sein, unheimlich wütend, und ich muss das aushalten. Das Buch ist wichtig. Ich weiß, ich habe deine Logik gesehen. Ich bin immer noch... Ich weiß, dass du ich bist. Es war wichtig, und wenn der Himmel dieses Buch will, kann er es haben. Aber das, was drinnen steht, geht an den Himmel. Ich weiß, du musst mir das nicht erklären. Also ich muss mir das nicht erklären. Doch, muss ich, weil du nach einem Häuflein elend bist und nicht mehr fähig dazu bist. Also sag ich dir das jetzt nochmal. Das war wichtig. Das Wissen geht in den Himmel und der Orden der Gabrieliten hütet zu viele Geheimnisse. Aber... Das ist ja auch unheimlich. Ja, und du solltest lernen, damit klarzukommen und umzugehen. Aber lerne deine Gefühle zu kontrollieren, dann brauchst du mich weniger. Aber Gefühle sind nun mal wie die Wellen am Turm bei uns. Die knallen dagegen, dann rauscht es und die Möwen schreien und das kann man nicht kontrollieren. Dann lerne es. Weißt du, frag Daniel. Mach Eis daraus. Ich mag da kein Eis. Eis ist kalt. Ja, ich weiß. Und gefühllos. Da ist im Übrigen gerade ein Wettkampf, den du zu gucken solltest. Du solltest jetzt rauskommen, weil es ist Zitariels Befehl. Ich weiß, das habe ich auch mitbekommen. Wieso sperrst du mich immer hier unten? Hör auf zu weinen und komm da jetzt raus. Dann hört man so Schritte tapsen und dann stehen sich die beiden so auf Augenhöhe gegenüber. Ich mag dich nicht. Ich mag dich auch nicht. Hm.
Ich habe da im Übrigen, baue ich da jetzt noch eine Tür ein. Was? Wo baust du eine Tür ein? Nein, du darfst da nicht, ich muss da... Nein, du guckst da jetzt nicht rein. Du gehst jetzt raus, du wirst gebraucht. Und du liest dieses Buch weiter. Mhm, mach ich. Gut. Dann reichen sich die beiden Liberials die Hände und werden wieder zu einer. Ja, sie macht dann bei euch die Augen auf. Guckt sie so ein bisschen um, wo sie eigentlich gerade steht. Ich guck dich fragend an. Und? Hallo. Ob du das auch verstanden? Hast du das verstanden? Was habe ich verstanden? Zetariel, es tut mir leid. Was? Was? Du stehst ja wahrscheinlich mit da. Ja, ich habe natürlich gerade gefragt, ob du das mit den Münzen verstanden hast. Und dann fängst du an zu weinen oder so. So schlimm war es gar nicht. Ich verbeug mich vor dir so halb. Es tut mir leid, dass ich nicht auf das deine Erlaubnis gewartet habe, sondern einfach angefangen habe. Ich habe aber eine ganz logische Erklärung dafür. Das ist mir durchaus bewusst, weißt du. Ich kenne euch manchmal besser, als ihr euch selbst anscheint. Das ist deine Aufgabe? Du musst ja unsere Stärken kennen. Das ist eine interessante Frage. Warum haben Engel Schwächen? Die sollen doch perfekt sein. Ich komme zu Daniel, der wahrscheinlich hier gerade fragend steht. Sind doch perfekt. Entschuldige bitte. Das wird schon irgendwie. Du hast meine nachträgliche Erlaubnis. Dankeschön. Halt mich auf dem Laufenden. Mach ich. Wenn ich kann. Es ist unpraktisch, dass du das mitliest. Es ist offenbar nötig. Du spürst ganz deutlich, jetzt sind die Emotionen wieder da. Einmal diese furchtbare Entschuldigung, ganz groß Schamgefühl. Und so jetzt so kleiner Widerspruch, der so gegen diese Scham tippt und sagt, nein, sie darf nicht mitlesen, das ist Wissen. Du bestimmst, wer welches Wissen hat. Also ich, nicht du. Aber das sagt sie gerade nicht laut, sondern das ist nur so ein Widerspruchsgeticke. Schöner Wettkampf, glaube ich. Wer hat gewonnen? Alle. Schön. Und er. Was? Gut. Ja, ich glaube, bei den ganzen Verwirrungen und Irrungen kehren die Engel wieder zurück in ihr Quartier, wo Lyriel sich ausruhen konnte. Sie war ja total erschöpft. Ja, also sie wird quasi... Ja, also wirklich schlafen tun Engel ja nicht, sondern meditieren, aber sie wird quasi noch mit so einem Buch in der, also es ist so eine alte Klappe quasi, die auch noch aufgeschlagen ist auf irgendeiner Seite. Wenn jemand hingucken will, da sind wahrscheinlich irgendwelche Zeichnungen von Blumen drin, auf jeden Fall ist sie aber halt darüber eingenickt und da war da scheinbar noch ein bisschen rumgelesen vorher. Deswegen Zetariel, die liest in Büchern. Sehr dann nehme ich das Buch an mich und gucke, was sie da liest. Wenn ja. Drinne tatsächlich blättern, weil bei einem Buch geht bei mir... ja, kannst du machen. Und zwar siehst du halt, dass das scheinbar irgendeine persönliche Klappe ist. Ich weiß jetzt nicht, ob du jemals was
gelesen hast, was Luria geschrieben hat? Wenn ja, dann siehst du, dass es nicht ihre Handschrift ist. Oder beziehungsweise auch vielleicht mit deinem geschulten Auge wirst du sehen, dass es halt die sehr geübte Handschrift eines Ramieliten ist. Und halt, ja, wie gesagt, immer wieder Zeichnungen von Pflanzen. Und wenn du es wirklich richtig durchblätterst, dann siehst du tatsächlich auch immer wieder Zeichnungen von Lyriel. Oh. Mhm. Und halt immer mal wieder so Notizfetzen quasi von, ja, irgendwas, was wohl eine vorige Mission gewesen zu sein scheint. Aber manchmal auch nur sowas wie, Lyriel war heute wieder Pflanzen sammeln und kam mit Dreck auf der Nase zurück und also sowas und ja. So sind Ramieliten, die dem Weg Raphaels folgen? Ich klappe das Buch zu und leg das so irgendwo in deinen Rucksack oder wieder auf dich drauf oder so. Kopf schütteln. Das sind, naja, seltsame Notizen. Aber er kann gut zeichnen. Ist nicht sehr verfänglich aus. Ja gut, ich würde sagen, an dieser Stelle, wenn wir alle wieder versammelt sind in der Gesellschaftszelle, Gemeinschaftszella, nennt man es dann Zelle, also nicht im Sinne von Gitterstäbe, sondern von Zella, kleinem Raum, können wir für heute die Session beenden und schauen. Noch eine Sache. Ja, eine Sache können wir noch machen. Wenn die anderen sich dann schlafen legen, zum Einschlafen, würde ich noch eine ganze Weile wach bleiben und aus einer dieser Schießscharten gucken, Richtung dunklen Himmel. Und irgendwann in der tiefsten Nacht. Wenn du in die Nacht hineinguckst, siehst du auch draußen die Feuer, die brennen. Ne? Da steigen unangenehme Erinnerungen in mir hoch, die ich wieder verdränge. Und irgendwann in der tiefsten Nacht, wenn ich mir ganz, ganz sicher bin, dass alle um mich herum schlafen, oder so tief in der Meditation sind, dass sie es halt nicht unbedingt mitbekommen, wird Cetariel zum Himmel gucken und sagen, ich weiß, ich habe dich schon mal enttäuscht. Ich weiß, ich habe versagt, aber hilf mir, es besser zu machen. Sag mir, was ich falsch mache. Irgendwas. Und dann wird sie eine ganze Weile da sitzen und auf irgendwas warten, auf ein Gefühl oder andere Dinge. Und so. Vermutlich wird nichts kommen. Ja. Dann wird sie irgendwann nicken und sagen, ich versuch's. Und vielleicht bin ich deiner dann wieder würdig. Dann geht sie in ihre Ecke und versucht noch ein bisschen Ruhe zu finden. Viel besserer Abschluss als der. Ja, viel besser würde ich nicht sagen. Ich wollte das jetzt nur nicht am Anfang der nächsten Session machen, das wäre so Konzept. Okay, ja. Ja, interessante Session heute. Man hätte sie irgendwie, wenn ich gewusst hätte, was wir machen, hätten wir, Zwiespalt oder sowas nehmen können als Titel. Ich bin dafür, dass du sie Sackflöhe nennst. Nein, ich lasse jetzt den Nürnberg-Titel, weil ihr wart ja in Nürnberg, das passt auch. Ja, vielen, vielen Dank fürs Mitspielen. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Freude daran und euch da draußen vielen Dank fürs Zugucken. Ja. Waren heute auch ordentlich Kommentatoren wieder da. Die Tava ganz fleißig. Danke, danke.
Immer wieder schön, wenn wir Kommentare lesen. Falls ihr da draußen das nachguckt auf YouTube oder so, hinterlasst uns doch auch einen Kommentar unten drunter, wie ihr es fandet und was ihr für Ideen habt oder für Interpretationen, ob ihr irgendwas erkannt habt. Und ja, und wenn ihr schon mal da unten unterwegs seid, dann könnt ihr uns auch einen Daumen nach oben oder wenn ihr es nicht gut fandet, nach unten hinterlassen, ist mir wurscht. Und ja, dann sehen wir uns in 2 Wochen, wenn alles klappt, wieder mit der nächsten Session. Und dann gucken wir mal, ob wir dann aufbrechen in andere Gefilde und hoffentlich dann weniger technische Schwierigkeiten haben. Genau. Und wenn ihr uns unterstützen wollt und das gut findet, was wir hier machen und vielleicht ein bisschen extra Content haben möchtet, dann schaut doch mal vorbei auf der Patreon-Seite. Und kraulen Koan von Koalas gibt es immer. Dankeschön. Und schaut da mal vorbei. Da gibt es jede Menge zu entdecken. Wenn ihr Lust habt, macht da mit. Wenn nicht, es bleibt alles. Und die Spielrunden bleiben alle, ohne dass man dafür irgendwas anderes machen muss. Aber wenn ihr unterstützen wollt, dann macht es da. Genau. Und falls ihr nicht genug kriegen könnt von Rollenspiel wie diesem hier, dann schaut mal auf den Nerdpol. Da läuft die Adresse die ganze Zeit über Yamera durch. Und hier auch nochmal der Link. Schaut da ruhig mal rein. Da gibt es einen Eventkalender, wo jeden Tag mindestens einer, in letzter Zeit eher so 3 bis 5 Streams wie dieser hier sind. Heute waren es, glaube ich, 3 oder 4. Oder sogar noch mehr. Bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, heute musste ich 3 Posts als Werbung, glaube ich, machen. Also müssen es mehr als 4 gewesen sein. Also schaut da mal ruhig vorbei. Und falls ihr sagt, irgendwie, ja, ich brauche aber sofort Stoff, dann könnt ihr immer noch hier vorbeigucken, denn es gibt eine Liste mit allen aktiven Nordpol-Rollenspiel-Streamern, auch inaktive sind da ein bisschen bei, aber die haben dann noch irgendwelche archivierten Runden, die ihr euch antun könnt. Schaut da vorbei, wenn ihr ein Verzeichnis von allen möglichen Twitch- und YouTube-Streamern haben möchtet, denen der Nordpol irgendwie in Verbindung steht. Lohnt sich der Blick darauf. Ihr könnt mehrere tausend Tage damit verbringen. Ich glaube, wenn man alleine den Mischka durchgucken will, dann ist man ein paar Jahre beschäftigt. Genau, so, ja, und dann, wo findet man denn nochmal was demnächst von D-Rex? Das nächste Mal sieht man mich am 5.12. beim Kagrim. Da spielen wir im Rahmen des Adventskalenders die schwarze Katze und da ist dann auch die Loki nicht mehr Koala-exklusiv. Was? Skandal! Ja, ich muss ja meinen Cat-Content endlich mal irgendwo hinwerfen, wo er auch hingehört. Und, ja. Er hat hier auf diesem Kanal nichts zu suchen, richtig. Ja. Aber gut, wenigstens beim Kagrim. Im Kagrim erlaube ich das, der ist nett. Du kannst sagen, ich leide dich offiziell aus. Ich werde es ausrichten. Also da sind dann D-Rex und Loki zu sehen das nächste Mal. Sehr cool. Ja. Ja. Wenn ihr den Kagrim sucht und seinen Kanal, der ist auch gelistet in der Auflistung, die ich euch da eben verlinkt habe. Oder halt über den Nordpol Eventkalender, da findet man auch immer viel. Ich glaube, das ist ein Teil des Nordpol Adventskalenders. Um den hat sich Hotney dieses Jahr gekümmert und heute habe ich die freudige Nachricht bekommen, dass wir alle Türchen voll haben. Das heißt, ihr werdet im Dezember jeden Tag mindestens ein Special-Event bekommen. Ein Türchen zum Aufmachen und zum Reinschnuppern, was Pen and Paper angeht. Bin gespannt, was da so alles kommt. Unter anderem ja also die schwarze Katze bei Kaken. Genau. Machst du denn da auch selbst mit, Hotney? Mache, also beim Adventskalender ja, aber nicht bei die schwarze Katze. Der Adventskalender geht tatsächlich am 2. Leite ich eine Runde für den Adventskalender. Und zwar werden wir uns in die Scheibenwelt begeben und da mal ein winterliches Abenteuer an Ankh-Morpork begehen.
Regelsystem ist zwar Dungeon World, aber ich glaube, das wird nicht so ganz wichtig dafür. Wir spielen einfach mal ein bisschen in der Scheibenwelt. Es war ein großer Wunsch von Mischka, mal die Welt kennenzulernen, und er wollte sie rollenspielerisch kennenlernen, also habe ich diesen Wunsch mal in Erfüllung gehen lassen. Jedenfalls wird er am 2. Dezember in Erfüllung gehen. Und ist das auch das, ist das, auch das nächste, wo man nicht sieht? Das ist richtig, ja. Okay. Schön. Und Yamera spielt da auch mit? Nein, tatsächlich nicht. Ich bin nicht bei der Runde dabei. Was? Ja. Erst geht Loki von hier weg und dann spielt Yamera nicht bei Hotney mit. Hotney hat manchmal Runden ohne mich. Das passiert. Ich werde im Dezember auch tatsächlich mal eine Runde ohne ihn bei jemand anderem spielen, bei Asrael. Da wird Hotney dann nämlich auf seiner Weihnachtsfeier von der Arbeit sein und ich habe mir Abendunterhaltung bei Asrael organisiert. Da freue ich mich auch drauf, genau. Aber zu sehen bin ich das nächste Mal am Donnerstag. Das ist der 5. Dezember. Da spiele ich oder da leite ich meine Echsenmenschenrunde Schuppenkrallen und Zähne weiter. Genau. Da habe ich dann Feder dabei als Sirtis, Hotney als Varax und doch den Fridolin als Shashirlik. In der Wüste Saruan. Arcane Codex. Dark Fantasy. Eine reine Echsenmenschenrunde, die sehr, sehr cool ist. Ja, ich, da habe ich mal jetzt das erste Mal Twitch-Features benutzt und mal ein paar Highlights auf unserem Twitch-Kanal hinterlassen. So drei kleine Videos aus der letzten Runde. Ja, also wenn euch das interessiert, der Twitch-Kanal habe ich euch ja gerade verlinkt von den beiden und den findet ihr da auf jeden Fall, wenn ihr da draufklickt. Lohnt sich, weil Arcane Codex von den beiden immer einen Blick wert. Bis jetzt war eigentlich jeder Content Arcane Codex, den ihr so kam bei euch, richtig gut fand. Genau. Ja, und Feder? Ich bin tatsächlich schon vorher am 3. Dezember zu sehen mit meinem Nordpol Adventskalender-Türchen, dem Kapsel One-Shot. Wir haben auf der Spiel alle Spielleiter, die da waren, vom Nordpol so eine kleine Kapsel gezogen mit One-Shot-Ideen. Und genau, diese Kapseln. Und da sind halt Plot-Ideen drin. Und bei mir werden meine vier Spieler sich auf einem Nachtflug befinden. Sie wollen nach Hause fürs Weihnachtsfest und dann kommt alles anders. Wie das halt so ist. Liegt draußen der Nikolaus mit seinem Schlitten vorbei. Richtig. Das kostet definitiv Stabilität bei Erwachsenen. Aber ja. Wer spielt denn da mit? Mitspielt der Boxerfred, der Rerion, Max Monster und die gute, jetzt muss ich gucken, dass ich es richtig ausspreche. Moment. So schwieriger Name. Er hat ihn hier schon. Callisto. Callisto. Oh, spannend. Sehr spannend. Ich bin auch gespannt. Ich habe ja zufällig den gleichen Plot wie die Feder gezogen. Zufällig. Ja. Ja, cool. Dann habt ihr jede Menge zu entdecken und zu gucken bis in 2 Wochen. Und für euch, die ihr der Patreons seid, da draußen geht's gleich weiter im Afterstream. Bis dahin schon können wir euch schon mal verabschieden. Ich schaue jetzt nochmal, ob ich irgendjemanden auf Twitch finde, zu dem ich euch hinschicken kann. Ob jetzt noch irgendeiner irgendwie groß aktiv ist oder so. So, Moment. Wen haben wir denn da? Trifum, na, die habe ich eben schon gehostet, bevor das Ganze hier los. Die spielen immer noch, da schicke ich euch jetzt alle hin. Guckt mal, die spielen ihr eigenes System. Trifum nennt sich das. Es hat der Rollenspielleiter, der das macht, selbst entwickelt. Es ist ein Universalsystem, mehr oder weniger zumindest. Und hat irgendwie, wer hat da angetan? Es ist so dick oder so vom Regelwerk und noch nicht wirklich veröffentlicht, aber man kann es irgendwie über ihn beziehen. Ich bin da auch nicht auf dem letzten Stand. Vielleicht, wenn ihr in den Chat reingeht, fragt ihr mal nach, was das denn für ein System ist und wie das funktioniert und wo man das herkriegt. Wenn es euch dann gefällt.
Also, viel Spaß, grüßt die Leute schön von mir und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bye.